Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA 5 in der PlayStation 4 Version auf der PlayStation 5. Und ja, heute ist ein Tag später am Sonntag, den 28.01. und es ist gerade 15.44 Uhr. Und ich habe jetzt doch irgendwie nochmal Motivation bekommen. Ich muss ja auch ein bisschen spielen. Ich kann nicht nur jedes Wochenende nur 3 Stunden spielen, dann werde ich das nicht schaffen, definitiv nicht. Und ich will zumindest eine Chance haben, dass ich das schaffe, eben diese ganzen Trophäen zu bekommen, zumindest die Rockstar-Editor-Trophäen. Ansonsten muss ich halt wirklich das Internet trennen bei meiner Konsole zum 18. oder 19. Februar. Aber das will ich ja eigentlich vermeiden, deswegen, ja. Wir sind genau da, wo wir aufgehört haben und ich muss erstmal eine Einstellung tätigen, die ich gesehen habe, als ich nochmal in die erste Folge reingeguckt habe, und zwar hier bei Zielmodus. Deswegen hat er auch nicht vernünftig gezielt. Und ich wusste gar nicht, dass es so einen Mittelweg gibt, dass man quasi so einen Mix aus dem manuellen Zielen und dem automatischen. Das wusste ich nicht, dass es das gibt. Es gibt freies Zielen, es gibt dann dieses teilweise, das hatte ich nämlich auch. Und deswegen, ich hatte mich ja auch in der ersten Folge gewundert, warum der nicht immer so gut anvisiert hat. Das war der Grund, weil das aktiv war. Das habe ich gar nicht gewusst, dass es die Option überhaupt gibt. Ich werde das unterstützte Zielen voll nehmen, weil das habe ich immer so gespielt und das war in der PlayStation 3 Version zum Beispiel auch so. Auf dem PC natürlich nicht, weil das gab's nicht. War ja alles mit der Maus nur so geaimt, aber hier würde ich schon ganz gerne das so haben. Und genau hier haben wir dann die letzte Folge aufgehört, direkt vor Lesters Haus, und ich würde sagen, ja, wir machen das nochmal ein bisschen in der Ego-Sicht. Hallo. Wir gehen erstmal zu Lester. Lass mich rein. Klopf, klopf. So, überspringen. Wir gehen rein. Hallo. I was wondering when you'd show up. I was dead. Praise be. Guess you weren't very dead. You need my help. Ja, ich brauche deine Hilfe und das war's schon wieder. Wir wollen ja keine Zeit verlieren hier. Let's go. Ja, ich denke mal, auf jeden Fall werden wir heute den ersten Heist machen. Soweit sollte ich auf jeden Fall kommen. Alles andere wäre traurig. Will ich das Auto haben? Nee, welches Auto hatte ich denn vorher? Das, wahrscheinlich das, wo die Tür noch offen ist. Das ist... Nehmen wir das auch wieder. Ja, ich muss sagen, ich war nicht so ganz zufrieden mit der ersten Folge. Es lag teilweise halt wirklich an diesem nicht ganz automatischen Zielen, was mich ein bisschen zur Weißglut getrieben hat. Ich habe auch so ein paar Aktionen gehabt, die nicht ganz so geil waren, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich muss halt wirklich erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Ich hoffe, das wird aber noch besser im Laufe des Projektes. Aber ja... Das wird schon. Sitze ich gerade eigentlich richtig? Ja, halbwegs. Bleiben wir mal so sitzen, das ist gut. Ah, nee, so. Ja, jetzt ist... Oh, jetzt habe ich so sehr darauf geachtet, wie ich sitzen möchte und nicht so wirklich auf die Straße geguckt. Aber das passt schon. Ja, ich habe ja immer noch nicht die erste Folge hochgeladen. Ich werde die jetzt wahrscheinlich von Sonntag auf Montag einfach mal durchrendern, weil das wird halt lange dauern. Vor allem, wenn man das in 4K hochlädt, so wie ich das ja machen werde. Das wird auch alles lange dauern. Auch die Verarbeitung seitens YouTube, wenn die Folge dann hochgeladen ist, wird lange dauern. Aber das ist okay. Also jetzt erwartet nicht, dass ich die Folgen tagesaktuell hochladen kann. Also es kann auch mal sein, dass die mal eine Woche alt sind oder vielleicht sogar mehr. Aber darauf kommt es halt auch gar nicht an. Ich will halt einfach diese Trophäen holen und möchte euch dabei halt einfach mitnehmen. Es ist also quasi eigentlich privates Spielen für mich hier gerade, nur dass ich das halt ein bisschen nebenbei aufnehme. Mehr ist das eigentlich nicht. Also verzeiht mir dann einfach die ein oder andere Unkonzentriertheit oder so, wenn ich die mal habe. Die habe ich ja sowieso immer, aber hier vielleicht noch ein bisschen mehr. So, wir sollen es ja, ja genau, wir sollen es ja umkleiden für dieses, ja, für diesen Life Invader Kram da. Ist sowieso rein, ne? Hallo. Ah, excuse me. I got this interview. Soll ich mir dann kaufen? Ich will irgendwas... Ist eigentlich egal, was ich mir da kaufe, ne? Ja, dann lieber... Das sieht doch fresh aus. Kaufen uns das. Ja, kannst du ruhig überschreiben. Mach ruhig. Okay. Danke. Das war's schon. Oh, da waren wir eine schnelle Nummer hier. Wie geht's hier raus? Da. Begib dich zu den Büros von Life Invader. Jo, das habe ich jetzt vor. Gehen wir da hin. Da ist meine Karre.
So, auf geht's! Michael? I'm all dressed up. Now, you want to run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. They just gonna let me in? Why wouldn't they, if you look the part? Hang around till someone... Ey, ja, ist ja gut. Spann dich. Ich muss aber dran denken, ich habe keine Spezialfähigkeit. Zumindest nicht in diesen Situationen. Ich spiele nicht Franklin. Misch dich unter die Hipster. Jawohl. Das kriegt er doch hin. Michael ist doch noch jung, der ist doch noch fresh, der ist doch noch dynamisch, der kommt doch noch an bei der Jugend. Der hat doch den Zugang zu der Jugend noch nicht verloren. Also irgendwie sagt man das doch anders. Na egal. Life Invader. Folge dem Programmierer. Ja, jetzt müssen wir gleich diese Viren da vom PC löschen und sowas. Das ist wild. I'm turning consultant when we release. Consulting consultors. Aber es wird natürlich alles viel schneller gehen als in meinem Let's Play, weil ich hier halt nicht alles mitnehmen werde und so. Ganz entspannt, wie man das halt kennt. Aber hier sind auch so geile Dialoge, so kleine Details versteckt überall. Also hier sollte man sich normalerweise mehr Zeit nehmen, aber ihr wisst ja, was ich hier vorhabe, deswegen. Das ist, glaube ich, mein PC da vorne. Ah, you've been added on this PC. Weg damit. Got any antivirus software? I think so. Behind this junk on the left. Clicked an NSFW link, bro. Bit me on the ass. Yeah, not safe for work, huh? You know, my son's computer runs into the same kind of problems. I'll close the pop-ups, see what I can do. I guess I got... Schließe alle Browserfenster. Ja, das ist die erste Hürde hier schon mal. I need to write some product, Brohim. I'm feeling the itch. So, jetzt aber. There you go. How about I run the antivirus software? Scanning. This place is fueled by Java, bro. And that should do it. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Hey, when we go mobile, vertrate den Prototypen. Okay. Kriegt ja keiner mit hier. Ist ja alles in Ordnung. Wir gehen einfach mal hier rein. Lol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 . So, jetzt ist alles verkabelt und das ist es. Und das war unser Ausflug hier. Das ist so crazy, was hier eigentlich abgeht. Hier muss man sich viel mehr Zeit nehmen. Making history, dude. Hey, and we couldn't Macht er da so? Also tue ich auch. Das könnte ich sein auf Arbeit. Immer ein bisschen rumfuchteln mit den Händen, dann sieht es so aus, als wäre man gerade in irgendeinen wichtigen Prozess verwickelt und dann ist es eigentlich alles in Ordnung. Dass ich hier nicht rennen kann. Ich meine, gut, das wäre ein bisschen verdächtig vielleicht, aber... Aber hier will ich mir doch mal was ziehen, Alter. Guck mal her. Das muss sein. Cool, dass er sich dann auch nach unten bückt und so, dass sie das auch bedacht haben. Ja, Dose einfach hinwerfen, das ist okay. Können die Reinigungskräfte später wegmachen den Mist. Das ist ja nicht mein Bier. Okay. Ich glaube, jetzt müssen wir nach Hause fahren und dann wird es richtig wild. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Sieh dir die Öffnungs genau in Michaels Haus an. Ich könnte auch Taxi fahren, glaube ich, ne? Aber wieso sollte ich? Ich muss ja in der Ego-Perspektive auch ein bisschen bleiben. Hey, Michael, hold on. Domed! I domed you! Lester, the thing's in the prototype. Zockt der gerade irgendwas, oder? Teabag time, my friend! Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, sorry, the phone is rigged. And what's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes, none of which interest me. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a two-hour plot in which the hero looks good and defeats evil. Ah, whatever you say. Enjoy yesterday. Oh my god, you guys are so... Nee. Da müssen wir hin. Jetzt müssen wir ein bisschen warten hier.
Und dann müsste es eigentlich auch schon bald in Richtung Heist gehen. Also das ist echt... Das geht jetzt Schlag auf Schlag und da sind wir bald auch schon bei Trevor. Also vielleicht werden wir im Laufe dieser Folge ja auch schon bei Trevor sein dann. We have put a billion people's private data in the public domain and we have milked every penny we could in the process. And we have one of the youngest workforces in the world. Dass man das nicht skippen kann, ne? Muss man sich wirklich reinziehen. Das wäre cool gewesen, wenn man das jetzt hätte skippen können. Und dann, aber gut. Ja, und jetzt geht's los. Ich glaube, jetzt kriegt er gleich das Handy. Prepare to witness the future. The Life Invader mobile. Jetzt geht's los. Yes, we've invented something no one else has ever thought of. A small personal computer. Oh, hold on a second. Fuck you. I think someone's trying to talk with me. Hello? Oh! Yeah, security! Oh, Jesus! Whoa! No. Let's... No, whoa! Ja. Job erledigt, würde ich sagen. Business as usual für Michael. Gar kein Problem. So. Und was machen wir jetzt? Sagen. Okay, ich war zu langsam und Pop-Ups habe ich auch zu lange dafür gebraucht. Ja, gut. Ich muss auch erstmal reinkommen wieder, Leute. Also bitte. Neuer Tag, neues Glück. Ja, was macht man nach so einem Job? Man war jetzt auch nichts Außergewöhnliches. Na, da kann man aber einfach mal... Ich gönne mir einen grünen Saft. Runter damit. Boah. Puh. Und einmal hier. Erstmal Lester anrufen. Lester. That was... Kann jetzt nicht, Lester. Ich muss Whisky trinken. Es despawnt halt einfach aus dem Glas, ne? Und weg. Ach komm, das war ein Glas jetzt, bitte. Dann machen wir jetzt zu. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu Lester. Oder wollen wir zu Franklin? Franklin-Mission machen und dann später den Heist? Weiß nicht. Machen wir eine Franklin-Mission, komm. Ich will jetzt einfach, dass das schon mal beendet ist. Dann haben wir schon mal den Franklin-Bereich hier abgeschlossen und dann gehen wir zum Heist, weil wir haben ja eh noch genug Zeit. Also die Folge wird ja 2,5 Stunden wieder sein wahrscheinlich. Mindestens 2 Stunden. Vielleicht sogar 3, wenn ich da ganz viel Bock habe. Es ist ja noch nicht so spät. Amateur-Foto-Wettbewerb im Dingsbums. Ah, jetzt habe ich das endlich auch in der Kontakt-Dings. Ah, okay, jetzt könnte ich also Hunde fotografieren etc. Also, auf jeden Fall den Rottweiler, der ist ja einfach. Das ist einfach nur Job. Ne, der Rottweiler ist ja easy. Sag mal. What's up, homie? Hey, look. Job, ja, ja, okay, von mir aus. Lama? Ja, gut. Oh, hi. Fahren wir da einfach kurz hin. Wieso hast du dir jetzt eigentlich einen Helm aufgesetzt? Ich fand das eben noch schöner, als der Helm nicht auf dem Kopf saß. Da sah noch alles schöner aus. Jetzt mit dem Visier und so, guck auch die ganze Zeit, ob da irgendwelche... Oh! Ich hab's bellen gehört. Huhu! Ein Labrador! Oder was auch immer. Warte mal. Das ist gut. Ich mach das jetzt einfach nebenbei, ne? Währenddessen. Ist mal blöd, ich muss immer ein bisschen vorauslaufen und dann muss ich mich schnell umdrehen und dann... Jetzt ist dieser Kerl im Weg, ne? Ich krieg eine Krise mit dir, hau ab! Wo ist der? Doggo? Hä? Da! Oh yeah! Bleib bitte einfach da so stehen. Glatt, es hat dieses Geräusch gemacht, das heißt, ich kann das senden an...
an die Fremdenverkehr Los Santos. Zack, 21. Und das machen wir jetzt einfach die ganze Zeit nebenbei. Wie gesagt, ich werde hier keine Guides erstellen in diesem Projekt. Ich habe bereits auf dem PC damals Guides erstellt zu allen möglichen Themen. Auch zu der Tierfotografie. Habe ich auch ein Video zu gemacht. Könnt ihr euch gerne reinziehen. Aber hier mache ich alles querbeet. Und ich muss sagen, es fühlt sich auch irgendwie... Oh, den habe ich aber schon, ne? Oder? Ich glaube, den habe ich schon. Dann lass mich trotzdem mal gucken. Ja, habe ich schon. Es fühlt sich irgendwie auch cooler an, das einfach querbeet zu machen. Weil das sich, wie gesagt, das ist mehr so privates Spielen für mich. Nur, dass ich halt die Kamera laufen lasse. Ansonsten ist das hier einfach nur privates Spielen. Und da würde ich auch nicht immer an irgendeine Ordnung denken. Sondern ich mache das einfach so, wie ich gerade Bock habe. Und da bin ich einfach ein bisschen freier, weil wenn ich ein 100% Let's Play mache, vor allem wenn ich es zum ersten Mal mache, dann will ich es immer ein bisschen geordnet haben und so. Aber hier, da das jetzt auch das zweite Mal ist, dass ich GTA 5 spiele, zumindest die Story, ist das für mich völlig egal. Hier wird alles gemacht, das was mir gerade einfällt. Mit dem Fokus halt auf dem Rockstar Editor, aber wenn ich jetzt hier Hunde sehe, die vielleicht selten sind oder die ich generell noch nicht habe, dann nehme ich sie mit. Wow! Hä? Was ist das da unten? Holy shit! Jetzt muss ich snipen, Leute. Komm, Zoom-Funktion, bitte. Nein! Bin zu weit weg, da sind so viele Hunde da unten. Und ich komme nicht näher ran. Wieso kann die Kamera nur bis da zoomen? Nein, das reicht nicht. Ich könnte da jetzt runterspringen, aber ganz ehrlich, nee, jetzt so. Bei. Wo ist mein Bike eigentlich? Hallo? Ach so. Ich dachte, das ist schon despawned oder so. Nee, aber da unten sind so viele Hunde. Ich muss da runter. Komme ich hier ganz easy runter irgendwie? Da sind jetzt schöne Hunde. Geht nicht, ne? Ach, die sind eh schon weg. Egal, komm, es wird so viele Gelegenheiten geben, Hunde zu fotografieren. Wir müssen aber noch andere Dinge fotografieren. Wir müssen auch später noch jagen. Wenn wir jagen, wir müssen noch Bilder machen von Wildschweinen und... Diverse Vögel müssen wir fotografieren, Katzen, also eine Katze müssten wir mal finden irgendwie, aber das, die findet man schon, die streuen hier überall so ein bisschen rum, also gut, das müssen keine Streuner sein, die können auch ein bisschen... Aber das ist ja auch Chop, stimmt, wir können einfach gleich Chop fotografieren, dann haben wir den nächsten Hund. Finde ich auch voll geil vom Spiel, dass das dazu zählt, weil warum sollte es nicht zählen? Da haben wir schon mal unsere Katze. Ich hoffe nur, die läuft jetzt nicht weg. Sehr gut. Ich hoffe, ich kann sie von hinten fotografieren. So, zoomen. Ja, von hinten ist kein gutes Bild aus meiner Sicht, aber es zählt, um es zu senden. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt machen muss. Gibt das eine Trophäe? Bestimmt, oder? Wobei, ich glaube, es gibt gar nichts, oder? Ich muss mich da wirklich mal informieren, weil ich glaube, dass... Das wurde doch erst nachgepatcht, oder? Oder ist das eine Sache, die PS4-Version mit reingebracht hat? Weiß nicht. Ich mach's jetzt einfach mal ein bisschen. Es macht ja auch Spaß ein bisschen. Wer sagt, dass ich nicht auch mal Dinge machen darf, die nicht trophäenrelevant sind? So, egal. Wenn ich Spaß dran hab, dann mach ich's einfach. Ich hoffe aber insgeheim natürlich, dass es irgendwas bringt. Hi, Job. Ja, ein ganz lieber Junge. Ein ganz lieber Junge. Für die 100% müssen wir, glaube ich, sowieso einmal mit ihm spielen. Wollen wir das nicht lieber jetzt machen, kurz? So, schon drei. Komm mit! Follow me! Wie kann ich mit dir... Let's roll, little homie. Come on. Los geht's. Wollen wir mal ein bisschen Gassi gehen? Komm her. Da habe ich doch jetzt auch irgendwie einen Ball im... Ja. Woohoo! Fetch the ball, chop chop. You hood, chop. Wo ist der Ball jetzt? Hat er ihn schon? Ist er da?
can't get them all, boy. Reicht das schon? Wuhu, hol ihn dir! Er holt ihn. Ich glaube, das reicht aber schon zum Spielen, oder? Oh, Junge! Ah! Er ist tot. Nee, er ist nicht tot. Das wär's ja jetzt. Guter Junge. Hey! Was fährst du meinen Hund an? Oh, Job, Attacke. Tja. Und Cash. Ein ganz lieber Junge. So, fertig. Ich glaube, das zählt schon für die Statistik. Wir haben jetzt mit ihm gespielt. Das ist doch schön. Das ist doch schön. Das ist doch ein Traum. Wo will er denn jetzt hin? Job? Naja, was soll's. So, wir haben eine Mission zu machen. Oder ist das hier generell nur sein Haus? Wir haben. Doch, da steht doch eine Mission. Stand doch hier auf dem. Da ist doch eine. Können wir weitermachen? So, es geht weiter mit. Dauert immer, bis das angezeigt wird, was wir da gerade eigentlich für eine Mission haben. Hätte man jetzt schon lange machen können. Wird immer noch nicht angezeigt. Naja, was soll's. Ach, die. Ja, gut. Ja, okay. Begib dich zum Ammunition. Wie leise das Auto ist. Das schnurrt ja richtig. Fucking crazy-haired microphone motherfucker. I got a microphone I can shove right in your prison pocket. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich ein bisschen motion sick werde, also so ein bisschen ja, von diesem von dieser Ego-Sicht und so, da bin ich ja so ein bisschen gegen diese schnellen Bewegungen und so und vor allem diese großflächigen Bewegungen, also die gesamte Welt bewegt sich so und dieses Rumgeschake und ständig, das ist irgendwie so, ja, das kann ich mir auf Dauer nicht geben, also je schneller ich diese Trophäe bekomme, desto besser ist das. Boah, mir ist jetzt schon wieder ein bisschen schwummrig, muss ich sagen, aber das kriege ich schon irgendwie hin. Oh Gott, nein. Ich will nicht beim Einkaufen failen. Ich muss mir kaufen die Shotgun. Wo ist sie denn? Die muss ich haben. Now just let me reinstate, man, that the purchases made by this man ain't got nothing to do with the two gentlemen of fellow nature. That's right. Yeah. Now let's Hab ich schon? Bust on some niggas. Take us down to that one spot where the base heads be taking their cans at. You know, on Fringe in La Puerta. Will ich die Panzerung noch haben? Egal, komm. Gönnen wir uns mal. Hä, nee, ich will... Hä, was? Ich will gar nichts einlösen. Wie bin ich jetzt hier hingekommen? Hä? Okay. Mit so einem Gurkenauto. Steht da wenigstens irgendwas Cooles auf dem Kennzeichen? Nö. Alle einsteigen. You got some cans or some shit I don't know about? Nah, homie. We got ourselves a drug deal. Why do I get the feeling this gonna be one of them deals gone wrong type situation? Now see, that's that negative attitude Lamar was telling me. What you on, homie? Lamar was telling me about, nigga. You ain't getting nowhere thinking like that. The power of positive bullshit. You ought to be clenching your motherfucking vagina muscles with my aunt, nigga. After his bid, it probably needs tightening up. This ain't new age shit. It's fact. You get what you give, fool. You been getting dick, but you ain't giving it, huh? Some mark talk like that to an OG? CGF has changed, man. No wonder the hood is so lame right now. Speaking of change, Lamar's been meaning to talk to you, homie. Nah, not now, homie. What's happening? It's nothing, my nigga, nothing. You know, just some ideas, that's all. Man, ideas ain't your Und da müssen wir rein. Quietsch! Hm? Bin ich vorbeigefahren? Wrong suit. So put it on me. Hey, we meeting them here. Man, how'd you find this place?
homie set it up. This the kind of spot where we ain't gonna be disturbed. So es wird geballert. We doing this or what? Come on! Oh yeah. Ich hab einen richtigen Left 4 Dead Vibe hier gerade mit dieser Shotgun mit dem taktischen Licht. Auch wenn ich nie in meinem Leben Left 4 Dead gezockt habe, aber ich hab's früher auf YouTube immer geguckt. Hier und da und irgendwie erinnert mich das daran. Nein, Nachladen ist auf Kreis, nicht auf Viereck. Das muss ich mir langsam auch wirklich mal verinnerlichen. Aber jetzt hab ich das gute, Mann. Jetzt hab ich das gute automatische Aiming. Jetzt ist es besser. Jetzt funktioniert das auch. Das sieht voll geil aus in Ego-Sicht. Ja, es ist genau so, will ich das haben. Kann man auch mal ordentlich hier mal mitmischen. Deswegen war das auch so komisch. Ich habe mir schon gedacht, da muss doch irgendwas verkehrt sein. Ich muss ein bisschen auf meine Gesundheit aufpassen. Ich bin ja nicht hier unsterblich. Kurz mal ein bisschen. Da noch irgendwo einer? Dahinter! Muss ein bisschen aufpassen. Ich muss kurz mal durchschnaufen. Kurze Verschnaufpause. Ich meine, die Missionszeit tickt, aber gerade wirklich brenzlig. Nein! Wieso hat er mich... Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ach komm, Leute. Das ist so krass. Ich finde das so heftig, wenn man die anderen GTA-Teile in letzter Zeit gespielt hat. Mal, wie schnell stirbt man bitte hier? Man stirbt so unfassbar schnell. Egal. Ja, dann let's go. Und wir sehen. Zwei sollten genug sein, oder? Mehr kommen da nicht raus, oder? Nee, alles gut. Hier werden wieder welche sein. Los da! Durch da! Yeah! Hey, one time! We ain't going nowhere with that top! Take it out! Ich geh vor! Up this ladder! Natürlich muss ich. Ja, natürlich bin ich wieder der Letzte, der geht. Hä? The long climb to freedom! Stay moving, homie, stay low! I can see the finish line. Woohoo! Was? Wo bin ich? Was? Was ist diese Ego-Sicht? Up here! Ja, jetzt Fluchtauto. Vorne, das nehmen wir. Kommt ihr rein jetzt, Leute? Steigt ein! Steig ein, Junge! Steig ein! Heilige Scheiße! Ich hänge fest! Es ist Wahnsinn! Es ist Wahnsinn! Okay. Ich aktiviere den mal jetzt schon, weil ich habe das Gefühl, da bin ich halt einfach schneller als die anderen. Ist ja auch so. Nutze Seitenstraßen. Ah, ich habe eine andere Idee. Wir gehen hier runter. Er sitzt da einfach hinten, als wäre es das Normalste der Welt, dass hier gerade alles so passiert.
Da vorne sind die Cops, das gibt's nicht. Selbst hier in der Kanalisation sind die. Wollt ihr mich verarschen? Als ob die jetzt hier mitfahren. Die müssen doch gleich mal aufgeben oder so. Ah, cool. Hier ist, geht's nach unten ins Wasser. Nee, das ist nicht gut. Nein! Wir sind abgesoffen. Scheiße! Oh no! Auftauchen! Franklin, auftauchen! Puh! Ich meine, wenn wir jetzt hier sicher sind, dann ist alles gut. Kommt ihr hoch? Ich meine, es ist ein super Versteck hier. Lama braucht noch ein bisschen. Das ist doch wild. Mann! Nee! 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 Nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Das darf nicht wahr sein. Kommt drüber. Was ist das hier? Was ist passiert hier? Hilfe! Hier. Kehr zurück zu Stretch. Willst du mich verarschen? Wo ist er? Stretch! Beeil dich mal! Hier! Soll ich dir die Hand nehmen oder was? Komm! Tektalama. Nein! Was? Ist er tot oder was? Warum ist er tot? Das ist Wasser! Das ist Wasser! Warum stirbt der denn? Ist er aus Zucker oder was? Meine Fresse, ey. Ja. Bin ich gerade am Wasser gestorben oder du? Ey, das kann doch nicht wahr sein, dass ich hier so oft faile bei diesen Anfangsmissionen. Aber das ist doch auch jetzt bitter gelaufen einfach nur. Das kann mir doch keiner erzählen, dass das jetzt gerade normal war. Gut, war halt blöd, dass ich das Auto versenkt habe, aber der stirbt da einfach durch eine Berührung und ist ins Wasser gefallen. Was ist denn das? So ist gut. Ist das ein Monster-Stunt? Boah, den will ich eigentlich... Oh, ist egal, komm, mach einfach. Ist mir doch scheißegal, ob ich den jetzt schaffe oder nicht. Eigentlich will ich ihn jetzt nicht wirklich schaffen. Doch, habe ich jetzt aber. Scheiße. Ha, muss ich mir merken, dass ich den hier gemacht habe. Oder ich werde es ja merken, wenn ich da irgendwann mal... Muss ich mir halt dann merken. Bagger hat einfach ein super Exit, um hier rauszufahren. Irgendwie muss ich... Was ist denn jetzt? Was? Was war das denn jetzt? Reifen platt. Ich glaube, es wird nichts. Da soll mir recht sein, da kann ich den Monster-Stunt nochmal resetten. Da muss man sich halt dann... Ich erinnere mich dann hoffentlich dran, wenn es soweit ist. Irgendwann mal. Oder ich versuche den jetzt, ich streiche den jetzt einfach schon mal ab dann, wenn ich weiß, welcher das war. Also keine Ahnung. Weiß ja nicht mehr ganz genau, wo ich war. Vielleicht kann ich das ja anhand der Map irgendwie abgleichen und dann schon mal abstreichen. Vielleicht kann ich die Monster-Stunts auch so nebenbei immer mal so ein bisschen machen. Ist ja auf jeden Fall auch möglich. Das hat nichts zu tun mit mir, Homie. Oh. So, ich hoffe. Ja, ich versuch's doch, aber die kommen ja immer wieder. Aber hier bin ich halt safe, oder was? Hier muss ja jetzt langsam mal. Also. Bitte. Wie weit soll ich noch abhauen? Reicht das nicht jetzt langsam mal? Ey, wie lange das dauert, ne? Komm schon. Ja. Man, we going back to my crib, man, and you can walk from there. Ah, jetzt muss ich ja noch über den Friedhof fahren, ey, das ist ja... Hey, what the hell you walked me into back there? Shit, man, you the one popped his ass. Komm ich nicht durch? I did the necessary. Yeah, thank you for that, dog. This all on you, LB. Ah, hier. Lanky, dumbass. Me? Hey, I ain't know the fools is gonna roll on us. If we started something with the ballers, shit. I don't care if you CGF for life, man. You done. Done, you dig? Actually, we ain't.
Ich hab alles unter Kontrolle. Ist weg. Oh Gott, es geht noch. Es geht noch. Es funktioniert. Es ist alles in Ordnung. Wie lange kann ich noch? Oh, ich kann noch eine Weile. Okay, alles wieder gut. Die Fähigkeit ist so overpowered. Und sie ist so schnell wieder voll. Jedes Mal lädt sie sich wieder auf. Nee, nee, jetzt bleib ich an der Wand hängen. So ganz bescheuert. But if I gotta hang you assholes out for this, the gang comes first. Oh, it ain't gonna come to that, homie. You all diplomatic as shit. Yeah, he a real fucking diplomat, ain't he? This that peace-talking motherfucker we should have sent to the Middle East. Fuck. No wonder I wanna get out of here. No one's stopping you, little homie. So, Leute, ist auch super gelaufen, wir haben es geschafft. Bam, bam, bang. Mission erfüllt. Hat ein bisschen länger gedauert als erwartet, aber okay. Ach, scheiße, wäre natürlich wieder nicht Gold, weil ich gestorben bin. Aber Stretch und Laban sind jetzt im Regisseur-Modus. Ja, Kontrollpunkt, bla, 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 bla. Okay, egal. Ja, dann würde ich sagen. Ja, wieso ist noch. Ach so, nee. Was für eine Mission haben wir denn jetzt hier noch? Ah, okay, eine fremden Freaks-Mission. Die wir sowieso machen müssen, aber nicht jetzt. Erstmal machen wir jetzt hier Michael. Jetzt geht's wirklich mal in Richtung Heist, würde ich sagen, so langsam. Mike ist wieder irgendwo im Nirgendwo. Ganz weit weg von Lester. Was? Hat er mir gerade einen Aktientipp gegeben? So, umsehen. Ich dachte, er hat mir jetzt schon einen Tipp gegeben, aber nee, natürlich nicht. Ja, dann muss ich mir auch noch überlegen, ob ich dann im Laufe der Story auch Aktien kaufe. Ich muss ja für eine Trophäe, glaube ich, machen. Aber es ist die Frage, ob ich wieder Milliarden verdienen möchte, wie in meinem PC-Let's Play, ob ich das wirklich machen möchte oder ob ich einfach sage, okay, ich lebe mit dem, was ich bekomme und muss jetzt nicht unfassbar viel Geld rausschlagen und werde dann einmal so ein bisschen was verdienen mit Aktien. Also so viel, wie ich eben muss und dann ist gut. Hm. Ah ne, hier ist es. Ja, weiß ich auch. Hier. Müssen wir uns nicht hierfür irgendwie ein bisschen umstylen oder so irgendwann? Kann sein, dass er das gesagt hat. Ja, genau. Was ist näher dran? Sein Zuhause oder das Noble? Kaufen wir uns hier irgendwas. Binko? Binko ist aber auch so ein Müllladen eigentlich für sowas. Auch schon wieder eine Binko. Suburban. Können wir eigentlich auch schon wieder zu nach Hause fahren zu ihm, ne? Weil er hat ja einfach ein... Ist was ganz ehrlich, ne? Das nicht mit mir. So. Hey man, what's up? Hey, what's going on, brother? Yeah, I need a cab as soon as you can. Stay where you are. I got a driver right around the corner. Okay, thanks for your help. I got a driver right around the corner. Ach, ja. Da habe ich jetzt keine Lust zu. Da lasse ich mich doch einfach mal fahren. Wo ist mein Cab? Da vorne ist mein Cab. My Cab. Yellow Car! Where are you headed, homie? Ich hätte gewürdigt gerne nach Hause. Zum Unterschlupf. Rockford Hill.
Ganz, ganz schnell. Und gerne auch wieder zurück, weil da will ich eigentlich auch nicht selber hinfahren mehr. Ah, mir war doch so, dass man sich da umstylen musste. Hätte ich gewusst, wenn ich mir die Cutscenes angeguckt hätte, aber das ist halt der Nachteil dann. Aber Michael ist dann... Who's this? It's Ricky from Life Invade. Ja, Ricky. Daddy's home. Daddy's home. Wo war denn jetzt nochmal der... Hallo? Okay. Doch, sie sagt jetzt irgendwas so wegen Daddy, geh raus oder so. Nö, alles cool. Alles in Ordnung. Ne, hier war die Umkleide. Und zwar irgendwo in hier, glaube ich, ne? Hier. So, da haben wir doch bestimmt was Schönes. Irgendwie ein Anzug. Nehmen wir den hier. Das müsste doch jetzt gut aussehen. Jetzt ist alles super jetzt. Jetzt hat er nichts mehr zu meckern. Und so können wir ja den Heist auch vorbereiten dann erstmal. Und wenn wir den Heist dann durchgezogen haben, dann geht es sowieso Schlag auf Schlag. Ich weiß nur nicht mehr, wie es dann genau war. Ob wir dann direkt bei Trevor landen? Oder ob wir dann noch ein bisschen die Möglichkeit haben, hier nochmal rumzulaufen und sowas. Ich glaube, es geht direkt zu Trevor, aber ich kann mich auch täuschen. Ausdauer steigert sich, sehr gut. Ah. Na komm, machen wir nochmal. I got the driver, run around, come on. Hi. Can I get a cab? On its way, sir. Thanks for calling. Thanks. Yellow Car! Wo ist denn mein Yellow Car? Da! Where can I take you? Ah, zum Wegpunkt. Ist ja egal, ist ja genau bei Lester. Einmal bitte hinfahren und dann, ja. Werde ich dann. Vielleicht steht da sogar noch mein Auto. This is the spot, right? Würde ich sehr begrüßen. Nein! Nein! Okay, scheiße. Stimmt ja, ich hatte ja was anderes markiert. Ich dachte, ich hätte Lester markiert noch. Na gut. Dann müssen wir zu Lester. Wehe, die Ampel wird jetzt grün. Das wäre so Pech. Komm, ich will den Komet haben. Come on, bro. Time to move. So, auf zu Lester. Na gut, müssen wir jetzt selber nochmal ein bisschen fahren. Aber es gibt Schlimmeres. Wow. Ich habe alles unter Kontrolle. Dann ein bisschen hier so, da so. Ich bin gerade mehr erstaunt darüber, dass ich keinen Stern bekommen habe, eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Kann ich bitte Lester markieren? Wieso kann ich Lester nicht markieren? Was ist das denn für eine... Nee, schon... Ja, so, genau. So, und ich glaube, das war eine Vorbereitungsmission, vielleicht auch zwei. Es kommt ja dann auch darauf an, welche Methode ich wähle. Also, welche soll ich überhaupt nehmen? Also, ich denke, ich nehme die... Ich denke, ich nehme die laute Methode. Männer? Don't touch me! Oh, you don't have to call to tell me that. Not you, the Dieter Sachs store detective. There's been a misunderstanding. I need you to help clear it up. Nö. Yeah, but see, if I help you out, you're never gonna learn. Screw you, Michael! The lawyer's fees are coming out of your account. Wenn du meinst, ich habe ja gerade Wichtigeres zu tun. Qué milagro!
Hä? Lester? Lester? Willst du mich verarschen jetzt? Wo ist Lester? Willst du mich jetzt verarschen? Jetzt bin ich hier, jetzt ist Lester nicht mehr da. Liegt's an der Uhrzeit? Oder jetzt generell an dem Telefonat, dass ich denn hier war und dass es aufgehört hatte, als ich schon da war? Ey, das ist Witz. Das ist Irrsinn jetzt gerade. Da ist er wieder. Ey, das macht so keinen Sinn, ne? Komm schon. Und jetzt ist er wieder da. Wahrscheinlich gerade angekommen im Büro. So ein Pech aber auch. Pff. Lester, ich habe mich gut angezogen diesmal. The hell is this place? Garment factory. I needed a job that didn't require me to do anything apart from paying taxes. Okay, listen. So. The shop's on Little Portola. Oh! Crippled or killed? I'll take bets. Your FIB buddies, they know you're back in business? FIB buddies? What are you talking about? I checked out the WPP thing. Doesn't look like any WITSEC program I'm aware of. But for starters, they don't put witnesses up in multi-million dollar mansions in Rockford Hills. Well, maybe they thought this would be the best cover. Hey, you selfish prick! Most witnesses don't transfer five-figure sums into a particular FIB agent's bank account every month. Of course, the money gets moved around and washed through a number of fronts, but the trail is there. Deposits and withdrawals, the same sum every month. Agent Dave Norton, white, middle-aged divorcee, unremarkable career, except for one incident. The shooting of a notorious stick-up man, Michael Townley. Yeah, all right. Lester, I'm very impressed. Look, we can talk about this another time. Take these glasses. My eyesight's fine. They're fitted with a camera and a radio relay. I'm gonna run the operation from the car while you're in the store getting what we need. Oh, ich hab ihn trotzdem berührt. Ich hab ihn trotzdem umgefahren. Ich wollte da eigentlich an ihm vorbeifahren. Hat nicht so geklappt. Ach so, wir müssen ja Bilder machen und sowas, ne? Das war eigentlich eine coole Mission. Tja, lässt das nicht einfach mit Michael am Steuer. Vor allem nicht, wenn ich der Fahrer bin. Es ist wild. Okay, let's get this done. Yep. Ich geh mal rein, ne? Ho! Pudel! Pudelini! Pudel! Wie, das geht jetzt nicht, weil ich in der Mission bin. Weil ich in der Mission bin, geht das nicht! Das ist ein verdammter Pudel! Oh mein Gott! Ein Terrier, oder wie der heißt. Ist nicht euer Ernst jetzt. Ich kann's echt nicht machen, weil ich in der Mission bin. Curse you, Berkeley. Curse you einfach. Ich wette, du steckst dahinter. Ja, ist schon klar. Ich bin nur gerade ein bisschen frustriert. Lester, wegen den Hunden. Da sind jetzt mal zwei Hunde, die ich gebraucht habe. Da machen wir so die Tür auf. Nice. Jo, was geht ab? Was soll ich noch jetzt fotografieren? Nicht zugehört. Wo ist sie denn? Hier? All I need is a shot of the alarm keypad. Ach, Keypad. A shot of the alarms come through. Hey, beautiful. Come back to me. Yep, danke. Ciao. Ey, die Hunde, Mann. Das macht mir. Ja, Mann, ey, da sind zwei tolle Hunde. Die ich gebraucht, die hätte ich gebraucht. Och, Mann, ey, Lester. Guck dir mal an, da. Dieses Prachtexemplar da vorne. Mach's gut, Hundi.
Ja, guck mich nicht so an. Ja, ich weiß, dass ich nicht der beste Fahrer bin, aber... Da vorne war das, glaube ich, irgendwie. Hier. Ja, yep. Ich mach das. Ich mach das schon, Lester. So, you keep up with the old crew? After your death slash disappearance, hier ist eine Treppe. Das ist... Ich geb mir so eine Mühe, ne? After the incident? I kept tabs on him for a while, needed to know that he didn't blame me. Yeah, where'd he go? North, south, east, west, wherever there were liquor stores to turn over and hitchhikers to disappear. Where did they bury him? They buried him? Not as far as I know. He's probably a John Doe then, right? What do you think? OD? Shootout? Maybe just a car crash, right? Anonymous charred remains on the highway? They only knew what a sick puppy they had on their hands. I'm on the roof! I need to know where the air coming out of those vents in Vangelico originates. There should be a unit above the store. Yep, bin dabei. Hey, I see the vents. Ich bin dabei, wollte ich sagen. Es hat ein bisschen was von Mirror's Edge, ne? Auch wenn ich das nie gezockt habe. Aber auch da habe ich das eine oder andere Let's Play gesehen damals von, deswegen... Ja. Da muss ich rein fotografieren. Ich glaube hier oben und dann... Erstmal schlagen, so. Au. Kann ich hier nicht irgendwie runter plumpsen, ohne dass es so doll wehtut? Okay, wäre ich tot, ne? Wenn ich hier runterfalle. Ah, das wäre nicht so cool. Aber hier kann man doch bestimmt irgendwie abkürzen. Irgendwie muss ich hier abkürzen können. Habe ich damals, glaube ich, immer gemacht. Ja, ich versuch's, aber ich muss gerade gucken, wo ich hier... Kann ich hier nicht irgendwie runterfallen? Was nicht so weh tut. Weiß nicht, ob ich das überleben würde. Ich gehe einfach hier runter, scheiß drauf. Vorher noch irgendwas schief geht, habe ich keine Lust zu. Runter, runter, runter. Und jetzt hier. Und ciao. Ew. Ach, das ist so wild in der Ego-Sicht. Mann. Das ist ja gestört. Ja, sehr unauffällig, dass die Tür die ganze Zeit offen war, Lester. So erregen wir sicherlich keine Aufmerksamkeit. Here, take your glasses back. Let's go back to the garment factory. I called ahead and told him to start setting up the information. Wie du meinst. Ich bin nicht gestorben, das heißt, diesmal gibt es eine realistische Chance, vielleicht mehr als Bronze mitzunehmen. Auch wenn ich glaube, dass es auch wieder keine Goldmedaille war, weil ich habe Fotos, ich habe zu viele Fotos geschossen. Ja, es sieht aus wie ein simples Setup. Kameras broadcasting to a remote server. We might be able to wipe them remotely. Security guard on the door. He won't want to die for rich assholes who rub his nose in it. Good. An alarm system's linked to the door lock. We'll get a good window if someone talented hacks it. Anything else? Well, the more valuable merchandise is in the cabinets in the center of the store, by the register. So I'd start there. Glass in the cabinets wasn't bulletproof, means you can smash them easy enough, but the stones will be in the safe at night. So, we go in when it's open then? Right. Once we melt down the gold, recut the rocks, that's an okay score. Yeah, shame we can't go in after hours, man. Those vents look promising. Might be able to flip that another way. I'm listening. Wait till we get back. About the crew. Yeah? There's this kid who's been helping me. Maybe we could cut him in. I don't work with amateurs. He ain't an amateur. Or if he is, he's a gifted amateur about to turn pro. He's a good kid, Lester. You know what they say. It's your funeral. One of them, at least. So. Ja, ist nicht mehr weit, Leute. Dann geht's zum ersten Heist. Ich freue mich drauf. Hier sind die Fotos. Ja. Ah, erspar dir die Details. Komm, wir machen einfach. Schlau oder laut? Laut natürlich. Still a hothead. Some things never change. Select personnel with that in mind. As ever, the better they are, the bigger the cut.
Ja, now, aber. Driver, they'll source the bikes, lead you out through the tunnels. Fahrer. Ja, ich glaube, es ist besser. Komm, ich muss nicht die Millionen hier verdienen. Ja, der ist geil. Gustavo. Gus Moda, Hacker. Back office, but this is the person who will determine how long you get inside. Eigentlich für den Joe könnte man ihn nehmen, ne? Ich nehme aber trotzdem hier. He may not be that good, but he's enthusiastic. Nee, oder? Man könnte den dann über die ganze Zeit lang trainieren, aber der kriegt halt nichts hin, ne? Ich nehme Paige Harris. Harris. Wird nicht viel Geld überbleiben, aber das gibt ja auch sowieso nicht viel Cash beim ersten Überfall, das ist alles cool, ja. Okay. Yes. Good. So. Bin bereit für den ersten Heist. Und ja, zu lange und bildschön, wahrscheinlich zu viel, ja. Egal. Hey, what's up? Hä? Hab ich zu früh beendet oder was? Ich glaube, ich hab's zu früh beendet. Ich will aber einfach weitermachen, das ist das Ding. Ja, nicht abhängen. Ich glaube, wir können hier gleich zurückkehren, oder? Zu dem Ort? Okay. Dann geht's jetzt los. Da vorne ist er. Ist ja nicht weit weg. Den müssen wir jetzt erstmal bekommen. Und das alles in Ego-Sicht. Ich weiß, ich muss nicht in Ego-Sicht spielen, aber... Und mir fällt gerade auf, dass der Rückspiegel wirklich nur Deko ist, so richtig. Das guckt, da habe ich noch nie wirklich drauf geachtet. Guck mal an, wie schwummrig da alles ist. Ich habe das Gefühl, wir kommen hier nicht weiter, wenn ich hier weiterfahre. Ich muss da schon irgendwie rauf. Kann das nicht... Nee. Ich hätte da oben rauf gemusst. Das ist richtig. Hier jetzt aber. Holen wir ihn uns. Klau ihn. Wie klau ich den denn jetzt am besten? Der ist ja, fällt ja die ganze Zeit, den kann ich ja nicht anhalten, indem ich mich davor setze, oder? Da hilft ja nur Waffengewalt dann. Oder? Wie? Ja. Hilft nur Waffengewalt. Oder die halten jetzt gleich irgendwo an. Ist aber keine Mission in dem Sinne, oder? Also schon, aber ja, okay, da muss ich mich beeilen. Oh, too close. Da sind sie. Oh. Ja, das war, wenn du ballerst. Okay. Ist auch geil, dass man nicht direkt schießt, wenn man hier die L1-Taste drückt. Das ist geil. Oh. Ja, funktioniert doch. Super. Perfekt. Der ist doch tot. Bist du? Ja, geil. Muss ich nicht killen. Ich bin einfach nur weg. Wo habt ihr jetzt? 3 Sterne, jawohl. Schüttel die Cops ab. Ich will nur nichts sagen, ich sehe nichts. Ich muss so machen, das ist gerade eine scheiß Sicht. Also ich bin ja, ich muss ja die Ego-Sicht machen, aber nicht in so einer Situation, wenn ich dann nichts mehr sehe. Ist zwar immersiv, aber nervt einfach nur. Also wenn ich das jetzt hier irgendwie schaffe, hier oben zu überleben, ne?
ohne dass die mich bekommen. Das wäre krass. Aber die werden jetzt wahrscheinlich gleich hier abbiegen. Jupp, da kommen sie. Und jetzt habe ich ein Problem. Wobei, jetzt sind die da weg? Ist da wieder einer? Warte mal, wenn er sich jetzt nicht umschaut, tut er nicht. Hier ist ein guter Ort. Ich glaube, hier finden sie mich nicht. Ha! Das war ja besser als die eine Verfolgungsjagd. Mit Lester und dem anderen Kerl. Ja, perfekt. Ja, ich sehe nichts. Das ist blöd. Das ist doof, wenn man da nichts sieht. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich jetzt hier diesen SUV schon nicht mehr geholt habe. Ich habe damals einmal, glaube ich, die laute Methode gewählt, aber... Ich weiß nicht, im 100% Let's Play habe ich ja auch einmal die laute Methode nachgeholt, so um die einmal gezeigt zu haben. Aber ich glaube, da hatte ich die Vorbereitungsmission dann nicht. Alright, Les. Es kann losgehen. Das geht hier Schlag auf Schlag, wirklich. Ich habe einfach ein Top-Elite-Team, das sollte so einfach sein. Sollte so leicht funktionieren. Meh, oh, schon wieder eine Katze. Oh mein Gott, ich kann wieder nicht fotografieren. Ach, ich habe eine Katze schon. Stimmt, die Katze habe ich schon. Ui, eine digitale Anzeige. Ui. Steig mal ein. Let's go. All right, listen up. The four of us in this van, we're about to become accomplices in a major crime. I gotta be able to trust you with my life, my liberty, my reputation. Same goes the other way. A crew will only work, when there's trust. So, in the interest of fostering that type of relationship in the short time we've got, let me introduce myself. I'm Michael. I've done this type of thing before, more than a few times, and I've made good money doing it. Enough to spend a long time not doing it. I hope it goes without saying, I know a lot of people. Anyone yaps about me or any of you, you'll be dealt with. Got it? Good. Now, Frank, over to you. Yeah, man, I'm Franklin, dog. And, I'm new to these kind of planned out detail robberies. I've done my share of small jobs, you know, liquor stores, warehouses, boosting cars. And then I met this dude right here, Michael, man. And he turned me on to this thing. So, who's next? I'm Gustavo Gasmota. I'm from East Los, know what I'm saying? It's too bang for the bagos, but hey, don't tell him I told you that. I'ma need them homies if I go away. I guess I found out pretty young I could pull a trigger. But it was a couple of years before I started doing it for bread, know what I'm saying? Instead of that repping where you from bullshit. And here we are. All right, this is Eddie Toe. He'll be cleaning out the cabinets and handling the getaway. He's got you some bikes for that. All you need to know about him is he's good. Das ist auch irgendwie ein bisschen merkwürdig, ne? Dass Eddie Toe nicht für sich selbst spricht. Und es einfach heißt, ja, der kann ja... Ja, der ist unser Fahrer. Das ist ja auch ein bisschen merkwürdig, aber okay. So, jetzt schnell hier. Wir hier richtig abstauben. Wir haben ja jetzt eine gute Hackerin, wir haben ja so viel Zeit. Das ist halt der Vorteil, wenn man gute Leute hat. Man kann natürlich nicht so weit... Man hat nicht so viel über, aber man kriegt trotzdem viel Geld. Hätte ich jetzt den... Minute. Wir haben so viel Zeit, ey. Ey, mit dem anderen Hacker hätten wir nicht so viel Zeit gehabt. See how much we can get. Ain't nothing left here for us. Let's get. It's quiet out here, man. So for the last time, move it. Wenn diesem Life Invader Kerl, das hätte nicht geklappt, da hätten wir wahrscheinlich eine halbe Minute gehabt oder so. Das ist schon in Ordnung. Wir haben viel Cash mitgenommen. Wir kriegen trotzdem viel Geld. Also wir kriegen trotzdem viel Geld. Unser Anteil wird nicht so gering sein. Auch wenn wir viel abgeben müssen. Trotzdem in Ordnung. Aua!
Und wir haben einen super Fahrer, das heißt, alleine die Auswahl der Motorräder, die Wahl der Motorräder ist schon deutlich besser. Mit dem anderen hätten wir Rennbikes gehabt. Das hätte uns gar nicht geholfen. Jetzt haben wir richtige Sanchez-Bikes hier, Geländemotorräder. Das ist natürlich deutlich besser für sowas hier. Hier gehe ich auf jeden Fall nur mit der Fähigkeit rein. I believe I can fly. Oh, das ist so geil in Ego-Sicht. Die Farben gerade. Irgendwie geil hier in der Kanalisation. Der Akku meines Handys ist gerade auf 69%. Ist das ein Zufall? Ich glaube nicht. Ich wollte es nur mal gerade sagen. Ist mir gerade so ins Auge gefallen. Jetzt ist es gleich eine Katastrophe, weil ich es nicht gewohnt bin, hier rumzufahren, ohne die Fähigkeit. Jetzt wird es gleich ganz schlimm. Jeden Augenblick. Und wahrscheinlich, so wie ich mich kenne, im unglücklichsten Moment. Put your headlights on, it's dark in here. Boah, das shaked aber auch hier. Holy shit, Mann. Keep going, ja. Ist aber auch geil, hier durchzufahren in der Ego-Sicht. Also einige Sachen sind halt echt geil in der Ego-Sicht, finde ich. Sowas ist jetzt richtig immersiv. Huh. Come on. Es ist cool, solange ich nicht hinfalle, deswegen. Aber die Cops müssen direkt weg sein hier nach, weil das eine perfekte Route ist. Okay, let's go! Woohoo! Mann, ich glaube, wir werden unten noch ein bisschen verfolgt, aber dann ist es bald vorbei. Okay, warm welcome. Bin ich bereit für. Shit! They all over us! Whoa, whoa, whoa. So. Don't worry, I got you. Shit, man, what's wrong? Down. Keep going. I'll get to work on the cops with these bull bars. Okay, ich bin dabei. Keine Ahnung, warum die kaputt gehen durch eine kleine Berührung, aber das ist hier die Power des Plots. Wir haben's. All right, we're clear of the cops for right now. Let's stop at the end of the river and we'll get the bikes into the truck. Wieso räuchert das eine Bike so heftig da vorne? Seht ihr das? F, come on. Das ist ja krass. Lester's around the corner at the lockup. Ja, okay, ich hätte natürlich auch jetzt den anderen nehmen können von Life Invader, aber der ist jetzt aktuell halt so kacke. Der wird natürlich besser werden, aber im Endeffekt, mir geht es eh nicht um das maximale Geld. Dementsprechend will ich lieber eine Crew haben, die von Anfang an einfach gut abliefert. Damit ich weniger Stress habe in den Missionen. Ich dachte, ich wäre stuck to that bike. Ja, ich dachte, du wärst unter einem Cop-Car. Da gotta be more dudes waiting around that way. We did not just get away with that shit, did we? You know what? I think we did. Ah, man. Oh yeah, we did it, baby! We did it! Fuck! We did it! You know what I'm saying? We did it. Und da oben waren Children of the Mountain Plakat einfach. Habt ihr es gesehen? Raubüberfall ausgeführt. Guck mal, jetzt kriege ich nur 758.000, aber es ist okay, finde ich. Man muss ja bedenken, 2,5 Millionen gehen an Madrazo. Die Crew kriegt 1 Million, aber es ist okay. Der Schnellzugriff. Mist. Wieder keine Goldmedaille. Und natürlich ist man jetzt erstmal im Stripclub. I don't care if you got money now. Don't you get it? That ain't what I was looking for. Not then, not now, not ever.
I know it ain't important. Just let me take you somewhere nice, all right? Where are you? Are you in a strip club? Grow up, stop looking for the easy way. Tanisha, I gotta go, all right? I'm a change, I promise. You won't even recognize me. Ah, Tanisha müssen wir auch noch freischalten für den... Hart wie Diamant, okay. Ja, den müssen wir auch noch freischalten für den... Rockstar-Editor. Wir treffen uns bei mir, du hast das Geld bald auf dem Konto, aber Lester muss es waschen. Ja, okay. Gut, fahren wir zu Michael. Es geht also auch noch weiter, aber kann ich da nicht jetzt die Chance nutzen und hier die Charaktere treffen? Den anderen? War der nicht hier? Wo war der nochmal das jetzt hier? Das, muss ich mich jetzt dran erinnern. Wo war das denn nochmal? Wo war denn diese... War das nicht hier irgendwo? Warte mal, das war doch... Wenn ich jetzt doch genau wüsste, wo das war, ne? Hier war das, glaube ich. Da ist Jane, theoretisch, glaube ich. Da können wir genau mal... Ich guck mal, ob Jane da ist. Wenn sie überhaupt da sein soll, das ist jetzt die Frage. Aber der Heist ist ja jetzt geschafft. Und es wäre ja eigentlich ganz cool, wenn ich diese Charaktere jetzt noch vorher schaffen würde, bevor es dann zu Trevor rübergeht. Einfach, damit man das schon mal hat. Also, die meisten... Die anderen werde ich sowieso jetzt nicht... Stimmt, die anderen, die waren ja alle außerhalb von... Von Los Santos. Und die kann ich dann später machen. Die kann ich auch mit Trevor machen. Das ist kein Problem. Aber es wäre cool, wenn ich jetzt Jane noch mitnehmen könnte. Wenn Jane jetzt da war. Aber ich meine, ja, auf der Map, das sah, glaube ich, da genauso aus. Das dürfte richtig sein. Und es wäre eigentlich ein Wunder, wenn ich das wiedererkennen würde bei meiner Orientierung. Ich bin überhaupt nicht gut mit Karten, das wisst ihr aber. Aber irgendwie klingelt da was bei mir. Es könnte sein, dass das richtig ist. Und vielleicht kann ich hier noch mal ein paar Hunde fotografieren. Seltene Hunde. Hier müsste Jane dann sein. Irgendwie hier. Sieht aber nicht so aus. Vielleicht dauert das ja auch noch, bis man Jane treffen kann. Gibt es irgendwelche seltenen Hunde, zufälligerweise? Ich glaube, Jane war hier irgendwo. Sollte schon richtig sein, aber... Oder ist das, muss ich mit Michael treffen? Aber eigentlich, das dürfte doch keine Rolle spielen, oder? Oder? Soll ich mal gucken? Eigentlich... Sollte eigentlich egal sein, ne? Ich meine, für den Fall der Fälle... Kann er nochmal hinfahren? Oder war das hier oben? Gibt es noch irgendeine andere Gegend, die genauso aussieht? Aber das ist ja genau diese... Das passt doch eigentlich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier irgendwie war oder so. Ich mache es jetzt noch einmal... Fahren einmal kurz hin. Das, glaube ich... Nee. Das ist nicht Franklin. Wenn ich irgendwelche Tiere sehe, die ich noch nicht habe, dann werde ich die auf jeden Fall fotografieren. Ich hatte Ärger mit den Bullen. $5,000. $5,000, ja, das können wir uns leisten. Nee, noch nicht, das Geld ist ja noch nicht da. Kann ich mir gerade so leisten. Das Geld ist noch nicht auf dem Konto. Hier ist nichts, ne? Keine Jane. Ja, sonst machen wir das später, wenn wir wieder zurück sind. Wenn wir mit Trevor durch sind. Ja gut, okay. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, geht's gleich zu Trevor. Und dann beginnt eine ganz, ganz wilde Zeit mit Trevor. Ganz viele wilde Missionen, verrückte Dinge, die passieren. Der ganze Trevor-Wahnsinn.
Ich mache hier den Geheimeingang hier. Ja. Huh. Zack. So machen wir das. Mal gucken, ob Michael jetzt auch schon wieder zurück ist, weil eigentlich war er ja auch weit weg. Eigentlich kann er jetzt noch nicht wieder da sein, aber okay. Wir gucken mal. Hallo, ich bin da. Da darf ich gar nicht rein. Was ist denn das? Okay, ich muss vorne klingeln wie ein ganz normaler Mensch. Na gut. Nur ich kann einfach hier reingehen. Alles gut. Okay, jetzt ist schon Autopilot. Ich kann nichts mehr anderes machen. So, ich glaube, wir sind jetzt bei Trevor. Now we gotta speak to Johnny's recently bereaved brothers. Das ist so krass, ne? Das ist so krass, wenn man das einfach skippt, diese Cutscene. Auf einmal ist man bei Trevor, so ohne... Man denkt so, wo bin ich jetzt hier? Fühlt sich gerade an wie ein Fiebertraum, wenn ich das jetzt so gemacht habe. Remember to wipe. Wait. This ghost I saw. His name is Michael Townley. Sounds like he's living in Los Santos. Find him. Really? My cousin's there, but I don't... Find him! Wade! Does this mean I don't have to come see the bikers? We're in a hurry, but not that much of a hurry. But if we bury Johnny in the desert, and then quiet down that bitch Ashley you was in, then they don't need to find out about it! You think it's clever to disrespect women? Disrespect? What? I wasn't disrespecting, I was just saying we should kill her! You called her a bitch! Ain't you got a mother? Everyone got mothers, at least one. Oh, ich glaube, ich habe ein Kaninchen überfahren. Hätte ich fotografieren können vorher noch. Schade. The bikers are meant to be over by the farm on the right. Ja, hier irgendwo, ne? Hallo, Lost Gang, was geht ab? Hey, you seen Ash? Hey, hey, yo. So. If that van takes us back to the camp, this area ain't gonna have a biker problem much longer. Na, komm her. Machen wir jetzt alle hier, die Kerle. Down he fell. They're a kill. We can't fuck with the van, but we can drop those bikers. Mm. Did you see the look on their faces? We scared them, didn't we? Oh, mal komm. Yeah, thank fuck they didn't make you for the harmless idiots you are. Ich will den Typen killen, aber es ist schwierig. Ah, dieses Geschwanke in der Ego-Sicht geht mir auf die Nüsse, wirklich. Mann! Oh, ey. Come on. Habe ich ihn schon getroffen? Na. Kriegst du hin, ne? Ich will ihn unbedingt vorher killen, aber... Jetzt. Nice. Jetzt, ich glaube, das ist nämlich auch ein Ziel. Oder war auch schon wieder, war das irgendwie ein... Irgendwas war das schon wieder, was ich nicht fotografiert hatte bisher. Was? Oh, wait! 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 Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Wait! Wait! Damn it, lost! Was ist das denn auch für ein Eiermaler da hinten drin? Oh, jetzt kriege ich schon wieder keine Goldmedaille, weil er schon wieder... Will ich einfach komplett neu starten? Ja. Ja, komm, ohne Kontrollpunkte. Einfach nochmal komplett neu. Ich sehe das nicht ein. Komm, das ist machbar. Komm on. Warum steigt der auch hinten ein wie so ein Dulli, ey? Steig hinten in die Karre ein. Wait. Boah, ey, dieser Kerl, ne? Daran habe ich gar nicht gedacht gerade, dass er auch hinten rausfallen kann. Meine Güte, ey.
Okay, also wenn ich es jetzt nochmal nicht schaffen sollte, dann mache ich auf jeden Fall, dann lade ich den Checkpoint, aber das ist mir jetzt einfach zu blöd gewesen, weil ich meine, ist das nicht die Mission, wo am Ende auch Leute flüchten können und so? Da muss ich dann natürlich mich beeilen, dass ich die hinkriege, weil das sind auf jeden Fall Ziele. Aber ich will auf jeden Fall zumindest ein paar Ziele schon erfüllt haben, weil ich muss ja nicht jedes Mal die Goldmedaille holen, aber das wäre halt schön, wenn ich zumindest ein paar Ziele erreichen würde, dass es dann später nicht mehr so anstrengend wird. Es ist natürlich nicht gesagt, dass ich diese Mission später nutze, um eine Goldmedaille zu bekommen. Aber, ja, mal gucken. I don't care what the fuck he is. Find out who pulled the score. Scratch that. Find Michael Townley. It was him. Couldn't be anyone else. Hey. All right. We follow the van back to the rest of them. Then the last one. Terry und der andere. Wie hieß er noch? Terry und weiß ich nicht mehr genau. Schon wieder vergessen. The van's got to pass, but the guys on bikes can go. Eben ging das besser. Haben wir gesehen, zwei Leute. Boah, es schwankt und 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 schwankt. Ich krieg Anfälle bei sowas, ne? Ich krieg Anfälle. Das schwankt und schwankt und du kriegst sie einfach nicht und du kriegst sie nicht und kriegst sie nicht und kriegst sie nicht. Da werde ich wirklich fuchsteufelswild bei sowas. Komm schon! Mann! Komm, tritt einfach. Nein! Nicht schon wieder! Not again! Not again! Nein! Komm raus! Komm doch mal aus dem scheiß Graben da raus! Meine Fresse, komm! Oh, es ist so schrecklich! 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 Jetzt noch abballern! Schnell, schnell, schnell! Das ist bestimmt ein Ziel! Killy, 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 killy. Killin, 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 killin. Nicht wieder daneben. Killin, killin. Killin, killin, ja. Meine Fresse, ey. Komm. Ha, killin. Killin, 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 killin. Also keine Ahnung, vielleicht sagt ihr jetzt, das ist mega easy. Für mich ist das richtig schwer. Auf der Konsole jetzt hier. Ich weiß nicht, wie ich den... Komm! Nicht den Mittelfinger zeigen, Junge! Ist meine Pistole ist alle. Okay, ich kann ihn nicht mehr erledigen. Leer geballert, das gibt's nicht. Alle. GG! GG! Ja, geil. Kann ich den jetzt irgendwie noch anders erledigen, anderweitig? Ja. Das ist so geil, ey. Damit kann ich ihn nicht besiegen. Geht nicht. Keine Chance mehr. Kann ihn nicht killen. Und damit ist das Ziel nicht erfüllt. Also ich kill ihn jetzt irgendwie noch so. Ja, geil. Deswegen nicht, weil die Waffe alles... Oh mein Gott, wie viele Schüsse habe ich denn daneben geballert? Wie, womit soll ich die denn erledigen? Jetzt habe ich auf einmal... Ach so, ja gut, das ist keine Drive-By-Waffe, ne? Hallo? Johnny, stimmt, der hat Johnny gekillt. Habe ich halt geskippt, ne? Ah, seine Spezialfähigkeit. Ah, die ist sowieso so OP, ne? Get lost! Ja, lad noch nach, alles gut. Ich sollte mal Headshots verteilen, das ist ja wichtig. Hallo. Lebt noch, ne? Hallo? Da noch. If that trailer's got some combustible shit in it, I'd steer clear. Nur da oben ist noch einer hier auf dem Dach. You forget how to use your horn? Have some respect for pedestrians. Wie viel sind das denn? Hey, come on!
getting started. Die hole ich mir auch noch. Lauf! Lauf! Nee! Brauch euch! Mir scheißegal, ich hole mich jetzt. Nicht jetzt nachladen, blödester Moment. Das war wichtig, das Ziel wollte ich erreichen. What are you still doing here? You said... I said go find a fucking ghost in Los Santos, all right? You looking for motivation? And get me some sticky bombs! Ach, es ärgert mich, dass ich den einen nicht getroffen habe, aber gut. Ich weiß nicht, liegt das an der Ego-Sicht oder bin ich einfach scheiße im Zielen? Wahrscheinlich das Zweite. Wäre es einfacher gewesen, wenn ich es so gemacht hätte? Ja, ist ja trotzdem, wenn man hier über das Gelände fährt, ist ja trotzdem shakig, oder? Ja, aber nicht so ganz so doll, ne? Hier in der Ego-Sicht ist das schlimmer, habe ich das Gefühl. Das ist schlimmer hier, finde ich. Ah, jetzt kommt noch das mit dem Wohnwagen, ne? Komm. Los. Juhu. Auf ins Wasser. Nothing no more. Come on, T, let's go. Erstmal ganz Holzzaun hier mitnehmen. Alles egal. I always said I was gonna take over. People say all kinds of stuff when they're 3 days into a smoking party. You calling me a bullshitter, friend? Clearly not. No way. You're a man of your word, as evidenced by said events. If I say something, something is going to happen, it's going to. Maybe not today or tomorrow, but as soon as the moment is opportune. Understood. Yes, sir. If I say I'm fucking dead, then fucking dead I am. I'm not gonna raise my balding head on a beach in 10 years' time saying, all is well. Is this about the ghost? Michael fucking Townley, yes it is! Ach, wieder. So viele Tiere, die ich fotografieren könnte. Ich kann das doch auch mit mehreren Charakteren machen, oder? Weil eigentlich wurde ja nur Franklin dazu eingeladen, aber es sollte doch eigentlich charakterübergreifend sein, oder? Macht zwar nicht ganz so viel Sinn, aber vielleicht geht's ja trotzdem. Some say ignorance is bliss. For a man with an interest, some may say obsession, with the secret truth kept hidden behind historical events, that's a really weird thing to say. I was trying to console you. Get out of the car, Ron. So, ich weiß gar nicht mehr, wie lange jetzt diese Trevor-Zeit eigentlich geht. Das ist Trevors Unterschlupf, genau. Da kannst du Fahrzeuge speichern und alles Mögliche machen. Kannst du kurz, ja, kannst auch tunen, etc. Brauchen wir aber nicht, ganz ehrlich, nö. So, ich bin back. Trevor und Wade jetzt in der... Und Kopfschüsse habe ich zu wenig gemacht, okay. Lost and Damned. Was hätte ich denn dafür machen müssen? Wahrscheinlich die beiden killen müssen auf dem Bike, ne, am Anfang. Ärgerlich. Ja, weil es gerade auch 2 Punkte waren. Ja, das ist... Das ist es wahrscheinlich. Speak. You know I don't like... Okay. Ja, wollen wir mit Betty fahren, oder? Betty ist ganz schön im Arsch, wenn ich mal so sagen darf, aber okay. Na komm, wir haben ja gerade mal 1:30 Stunden, also mindestens 1 Stunde will ich noch spielen. Also wir können schon noch das eine oder andere schaffen heute. Aber ich glaube, wir werden nicht mit Trevor fertig werden. Das werden wir dann in der nächsten Folge dann schaffen. Offroad-Ereignisse. Ja, Geländerennen, nee, das ist optional und ich mache keinen optionalen Kram jetzt hier. Ich mache nur Dinge, die für die 100% wichtig sind. Und diese Tierfotografie, wenn sie vielleicht auch nicht wichtig ist. Die habe ich jetzt angefangen, die würde ich auch gerne beenden. Aber vielleicht ist sie ja für irgendwas wichtig. Also ich würde zumindest erwarten, dass es dafür eine Trophäe gibt, aber weiß ich nicht. Vielleicht auch gar nicht.
Könnte ich ja eigentlich auch mal nachgucken, aber wir gucken schon nochmal in die Trophäenliste am Ende der Folge, würde ich sagen, so wie wir das immer machen jetzt. Ach, hier gibt es ja diesen Chinesen, lernen wir jetzt kennen, ne? Ja, hier ist ja die Barkeeperin, die ihm nicht so willkommen heißt. Trevor, you're still banned. You're still banned. So, let's go. Begib dich zum Meth-Labor. You can't get here quick enough. The Aztecas are coming. They think you took out Ortega. They ain't mistaken. Well, get down here and take them out too. Ich bin gleich da. Halt noch ein bisschen durch. Your boss don't want this crank for his own personal consumption. No, no. Mr. Chang Sr. is very specific. He wants a good, reliable source of methamphetamine. We will buy from you here and distribute using established networks. I'm worried that might dilute what our operation's all about. Shit, Trevor, we ain't got long. Whoa, whoa, whoa. They really want you dead. Sollen sie doch kommen. Sollen sie doch herkommen. Kommt doch her. This is what you came for. This ain't done until they're all gone. So, hier kommen noch mehr. Jetzt nachladen. Headshot. Versuch mal ein paar Headshots zu verteilen. Oh, wo denn? Kommen die hier hoch oder was? Chefkoch macht das schon. Von der anderen Seite, ne? Ja, ja, bin unterwegs. Bin auch schon. Ach, die Range von der Waffe. Das ist ein ganz anderes Kaliber hier. Dicke Wumme. Let's go. They're coming through the shop. Let's get to the front. I was heading that way already. Let's go, let's go. Jetzt eigentlich doch cool mit Ego-Sicht, ne? So ein bisschen die Waffengefechte sind irgendwie geiler. Ein Ticken, also nicht geiler, aber anders halt. They're coming in the door. Get down. Get down. He took out the boss, man. He's gonna... I think it's time for the Aztecas to die out. Einer kommt noch. Headshot. They're broken. Ortega's dead, and so's your crew. Nee. Get back inside and clean up the lab. Ah, egal, ich hätte sie auch, hätte sie ausschalten müssen. Egal. Potential business partners out of the ice chest. Yeah, all right, time to recommence the tour, gentlemen. Woohoo! Woo! I think we have seen quite enough. Ja, hab's leider nicht geschafft, glaube ich. Unversehrt. Verluste. Ja, schade. Egal. Ich nehme natürlich die gute alte Betty. So eine fremden Freaks-Mission, die uns nichts bringt, weil... Soweit ich weiß, sind ja nur die für Franklin 100% relevant. Das heißt, die lassen wir weg. Und dann geht's zu Trevor. Und dann geht's einfach weiter. Ich frage mich, ob wir die O'Neill-Familie noch beseitigen können heute. Stockcar-Rennen. Nee. Wenn hier nochmal irgendeine Raubkatze langläuft oder so, dann werde ich die auf jeden Fall fotografieren. Aber jetzt gerade sehe ich hier nichts. Was ist jetzt schon wieder los, Ron?
Was ist denn jetzt schon wieder? What's going on, Ron? They were here for you. Here for you. I got a swing by ammunition. Go to Sandy Shore's airfield. Check it out. Boah, diese Stelle, muss ich euch jetzt mal erzählen, erinnert mich immer an meinen ersten Run in GTA 5 auf der PS3 damals noch, den ich damals abgebrochen habe. Das war in der Zeit, wo ich extrem wenig Videos gemacht habe. So, das erinnert mich immer daran, da war ich ja auf dem Bike und, also auf dem Quadbike und da habe ich 2015 nur 14 Videos gemacht oder so. Das war echt mein schwächstes Jahr jemals auf YouTube und daran erinnert mich immer diese Szene, ich weiß nicht. Ich glaube, da habe ich damals aufgehört, irgendwie so in der Gegend oder so. Oder zumindest, weiß nicht, irgendwie erinnert es mich immer daran. That's the rifle I need. Jill, do nicely. Now I need a scope and a suppressor. Achso, Scope, Suppressor, Scope. Quiet as a mouse. Get that look off your face. I know you sold Cletus's gun and he ain't got three brain cells. Will ich mir noch eine Panzerung holen? Jop. Wir haben ja genug Geld. Trevor hat ja ein bisschen Cash. Das ist auch realistisch, weil die Charaktere leben alle ihr eigenes Leben und Trevor hat halt gerade einfach Cash, weil er auch seine Firma hat und so. Warum sollte er arm sein? Ich meine, es ist nicht der klassische Weg in GTA, dass ein Charakter einfach so viel Geld hat. Weil normalerweise war ja immer dieser Weg von $0 zum Millionär. Aber hier haben sie es so ein bisschen verändert und ich finde das gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Es macht halt auch einfach keinen Sinn, dass jemand wie Trevor kein Geld haben sollte. Warum? Trevor. Really? Okay. Oh, ich glaube, die Mission war gar nicht so angenehm. Immer snipe, snipe, snipen und immer. Enough waiting. This is your moment, Ronald. Whenever you get a doubt in your mind, I want you to remember that I'm watching you through the scope of a high-powered rifle. Right, Trevor. Right, right. Got it. Now relax. The ATV can only take you so far. Park it and don't let them spot you. Can you see me, Trevor? Trevor? You see me? You wouldn't believe this, Ron. One of these assholes is having a seizure or something. That's me! That's me! Don't shoot! Okay. Oh, get a move on! I'm moving! Just keep me covered, okay? Wann kommt der erste Feind? Da vorne ist er. Kann ich den einfach so ausschalten? Oder kriegt er dann Besuch? Also sieht das ja einer. Welche Tower? There's one. And there's the other. Lights off. Good. Now don't smoke the guy in the van until he stops and gets out. Ich halte mich noch ein bisschen zurück und dann schlage ich zu. Wie eine Raubkatze. Ich warte auf den richtigen Moment. Hab ihn. Clean shot, Trev. There's another guy at the top of the tower. He's probably looking for his buddy. Ooh, down he goes. Can you get your sight?
You're in my crosshairs again! There's no one left to kill, so get over to that gas tank and plant the bomb! I'm on it! But there's a guy coming out of that building, I think. I can hear him. Wo ist er? Dahinter. Rechts. Da. There's another guy coming out of the building! Good kill, Trevor! Ich hab bestimmt schon gefailt, weil ich einmal daneben geschossen habe. Aber an sich bin ich recht zufrieden damit, muss ich sagen. I'm fixing it. Don't let him sneak up on me, okay? And watch out for the tank. It'll go up if you hit it. I think someone's coming. Shit. He knows I'm here. Shit. He's on to me. Alles gut, ich hab ihn. Put Ron in your tank und es ist einfach Ron, der da gerade steht. Das ist irgendwie auch witzig. Fucking drive, you're bikers. It's looking for us, T. We ain't gonna get them guns when they got tactical superiority. If I hit the chopper, everyone's gonna know we're here. Try and hit the pilot when he's settled. They might think he crashed, might they? They might. Ciao. So hilft Ron, den Flugplatz zu sichern. Okay, let's go. Mach den jetzt komplett alle hier. So. Ego-Sicht bitte. So, und jetzt hier. Weiter, weiter, weiter. Kannst ausmachen, damit die nicht so leer geht, die Fähigkeit. Jetzt geht's los. Muss er. Ist noch irgendwo noch einer. Ist er da drin? Schieß! Fähigkeit alle, ich bin down. Werde sterben. Hab ihn. Da ist noch irgendwo einer. Da, haben wir alle. Darf ich rein? Wie gibt dich zum Flugzeug? Just like you said! Rest of the guns must be on the plane down the end of the runway. Let's go, Ronald! Ah, ist so geil, die Mission eigentlich, ne? Come on! Let's go, let's go! Treffe einfach nicht, ne? I guess it's time to use those explosives! Oh, shaky, shaky, shaky. Ich würde sagen, wir können jetzt hier. Ich würde sagen, wir können loslegen jetzt. Tschüss! Oh Gott, ich muss die Fähigkeit aktivieren, sonst sterbe ich. So, ich glaube, wir können abheben. Oder kann ich noch nach hinten ballern? Ja, jetzt ist Ruhe. Wir haben's. Get me to my plane, Ron! Let's go, Ronald! Come on! Let's go, let's go! Du weißt schon, dass wenn du dann in den Rotor kommen würdest, wärst du tot, ne? Aber egal, Trevor, das interessiert ihn doch nicht. We gotta get off this runway! I told my contact to meet us just off the coast. Das mache ich nicht mit Ego-Sicht. Sorry, aber. I am aware of this. Well, you gotta get him off. Do a roll or something. Well, the man on my wing presents no immediate danger. I'll do my best to oblige you. That guy is clinging on. Oh, there he goes. Ah, das ist wahrscheinlich die Vorgabe, dass man ihn möglichst schnell runterfallen lassen muss, ne? If you'd read our latest shareholder report, Ron, you'd know TP Enterprises has been exploring a takeover of some lost MC business in the armaments and narcotics sectors for some time. And that kind of requires someone to purchase our guns. Right, of course. But Johnny K and the figurine? Recent events, my impending departure included, have only expedited things. Trevor Phillips Enterprises is a far superior organization to the Lost Leather Club. Well, we hope we improve revenue streams, cut overheads, and maximize profit. Ich werde hier auf jeden Fall nichts riskieren. Ich mach's nicht weiter in der Ego-Sicht. Ich werde einfach normal fliegen jetzt hier in der Third-Person-Sicht. Ich will jetzt hier nicht abstürzen, deshalb.
Das wird am Ende auch nicht darüber entscheiden, ob ich jetzt die Ego-Trophäe bekomme oder nicht. Also ich krieg sie dann ein bisschen später, aber das ist es nicht wert, hier einen Fail zu haben, nur deswegen. Oh, das ist ja, okay. San Andreas Flashbacks. NOI. Stay low, Carl. Stay low. Stay under the radar. Successfully delivered, Ron. Now remember, if you beat me to the airstrip, I'll butcher your carcass and wrap you in cheesecloth. Und rennen, das muss ich natürlich gewinnen, das ist klar, und das ist auch das Ziel. Oder ist das nicht hier eine Verbotszone irgendwie? Sollte da auf jeden Fall nicht rüberfliegen, da krieg ich Sterne sonst. And the lost MC are posting unexpectedly soft projections for the coming quarter. A vast criminal conspiracy like the Lost MC shouldn't let a goon like Johnny K represent them. He was a man past his prime. I heard he used to be serious. A few hard stamps to the head knocked the serious. So, jetzt kann ich hier rüber. Ich bin ja schon weit in Führung, das sollte auf jeden Fall klappen. Jetzt muss ich nur noch das Baby gleich landen, das ist das Ding. Krieg ich aber hin. He'll not do that again. Stay low over those wetlands, boss. So the guns are going to Mexico? Mexico, yeah. Guy in the boat is Oscar Guzman. He's in with the cartels. If there's a market, this could be a way to expand the business. Like I hadn't thought of that. We might be able to buy into Oscar's thing, but leave that to me, Ron. I'm sorry to ask this, but does your contact pay well for this kind of shipment? I've got those lawyer fees for the divorce and my settlement costs. Oh, he pays. Better than any in this sorry country. That's good to hear, man. We'll talk about the exact split when we're grounded, okay? All right, T. So das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er sitzt mir im Nacken. Nein, das tut er nicht. Landung. Puh. Ich hatte kurz irgendwie ein bisschen Angst, aber alles gut. Haben wir geschafft, wa? Du kannst jetzt verschiedene Immobilien in San Andreas kaufen. Cool. Muss ich, glaube ich, sogar, oder? Na, weiß ich gar nicht. Muss ich die alle kaufen? Oder ist das optional noch? Ich muss mich da nochmal schlau machen, was jetzt genau wichtig ist, was nicht wichtig ist. Ich muss mir nochmal die 100% Checkliste angucken. Aber das Wichtigste sind sowieso jetzt erstmal, ist erstmal einfach die Story spielen. Und einfach die ganzen Rockstar Editor Trophäen holen und dann sehen wir weiter. Der Rest erledigt sich dann von selbst. Ich find's nur komisch, dass ich einen Monster-Stunt schon bekommen habe. Ne? Das ist halt so, da muss ich dran denken, das muss ich mir irgendwie abstreichen auf einer Karte oder sonst. Aber sonst ist es halt nur einer, den ich dann vielleicht nochmal mache und dann steht da halt einmal, du hast den schon gemacht. Ah, zu lang gebraucht und ich hätte unter den Brücken durchfliegen müssen. Ja, das ist jetzt aber auch nicht unbedingt die Mission, die ich nochmal wiederholen würde. Für sowas. Glaube nicht. Oh, nehmen wir doch den Bandit hier. Ist das ein Bandit? Nee, warte, ich will nicht anfangen mit der Mission, sonst geht das hier wieder los. Nee, dann lassen wir den. Ich will nicht, dass die Mission startet. Dann klaue ich mir hier lieber was. Oder wir machen hier den ganz entspannten Hasen. Und machen hier einmal Downtown Cab. Ist auch, glaube ich, viel cooler. Lass uns einmal Downtown Cab rufen. I need a cab, pronto. Stay where you are. I got a driver right around the corner. That'll work. Hätte ich mir den Hangar nicht einfach kaufen sollen vorher? Ich meine, der wird auch so kommen, der Taxifahrer, ne? Ich glaube, ich kaufe mir den jetzt tatsächlich. Ich weiß nicht, ob man den... Aber kann ich mir gar nicht leisten, ne? Könnte ich mir doch leisten, aber... Bringt mir der irgendwas? Ich kaufe den Bums einfach.
Weiß nicht, ob das jetzt irgendwas bringt, aber kauf mal einfach die Immobilie. Ist mein Taxifahrer jetzt weg oder wollt ihr mich jetzt eigentlich verarschen? Wegen der Kaufanimation? Mein Taxifahrer, das bist doch du da hinten. Leck mich doch am Arsch. Und wenn ich jetzt anrufe, heißt es, kann jetzt nicht. Sag mal. Warte mal kurz, ich brauch dich vielleicht. Can I get a cab ASAP? I'm sending one out right now. Much obliged. Smells like shit coming out of your mouth. Was willst du von mir? You're as simple as you can be. Au, 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 au! Wow. Das ist mein Taxi, oder? Ja, ist mein Taxi. Ah, endlich mal wieder. Chinesen? Ja, wir gehen zu den Chinesen. Was anderes haben wir gerade eh nicht vor. Weiß nicht, ob das jetzt wichtig war, den zu kaufen. Ich glaube, der ist wichtig. Ich glaube, man muss alle Immobilien kaufen. Aber keine Ahnung. Okay, buddy. There you go. Das wäre bestimmt auch für eine Trophäe, oder? Ich habe mich damit halt nie so auseinandergesetzt, weil ich bisher halt einfach nur den PC-Run gemacht habe auf 100% und da waren mir Achievements und sowas völlig egal. Nur jetzt ist es halt was anderes. Hallo? You sure as shit are one dumb ignorant white. Oh, O'Neill. Es geht jetzt schon zu den O'Neills. Perfekt. Ja, wenn ich jetzt ein Auto hätte, wäre es natürlich noch schöner. Ja, ist doch in Ordnung, Trevor. Wir rächen uns jetzt. Aber ich brauche ein Auto. Man muss nehmen, was man bekommt. Man muss nehmen, was man bekommt. Na gut. No fucking way. Screw you! Screw you! Screw you! Screw you! God damn it! Let's go. Ich kann nicht doch rüberfahren, oder? Was sollen wir jetzt hier... Ich kann doch hier mega abkürzen. Es hat jetzt Zeit gekostet, weil ich kein Auto hatte. Das ist natürlich der Nachteil, wenn man mit dem Taxi irgendwo hinfährt. Man hat dann im Nachhinein kein Auto. Aber das ist jetzt Schwachsinn. Also da fahre ich natürlich hier Luftlinie, ist ja klar. Da konnte ich mich jetzt nicht entscheiden, ob links oder rechts. Stattdessen bin ich in die Mitte gefahren, wo natürlich dieser Stein war. Es ist... Genau hier rein manövriert, wo ich eben nicht abkürzen kann. Traurig. Ja, das habe ich jetzt schon wieder zu lange gebraucht wahrscheinlich. Aber ich glaube, die Nier-Mission, die schaffe ich eh nicht auf 100%. Das kann ich knicken. Sag mal. Der Weg ist aber auch weit zu den O'Neills. Wuhu! Wuhu! Ja. Wir nähern uns jetzt gerade, by the way, der 2-Stunden-Marke. Was jetzt noch nichts heißt. Also halbe bis 2,5 Stunden mache ich auf jeden Fall. Vielleicht noch einen Tick länger, je nachdem. Wenn ich natürlich mitten in der Mission bin, dann geht es natürlich noch weiter. Ich habe das Gefühl, ich bin vielleicht gar nicht mal schneller. Vielleicht wäre ich schneller gewesen, wenn ich hier normal gefahren wäre, aber... Alter! All of you are going to die! Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Timesafe war, hier rüber zu fahren. Ich habe das Gefühl, ich glaube wirklich, ich wäre schneller gewesen, wenn ich auf der Straße geblieben wäre, aber es war auf jeden Fall actionreich. Es war auf jeden Fall nett. Aber nach wie vor, Ego-Sicht im Auto ist halt ein bisschen merkwürdig, finde ich. Also so wäre es auf jeden Fall deutlich angenehmer. Aber ich muss ja irgendwie auf die Stunden kommen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ab dem Moment, wo ich die Trophäe habe, wird's werdet ihr wahrscheinlich die Ego-Sicht nicht mehr sehen von mir. Da geht es ja nur noch hier so. In der normalen Third-Person-Sicht. Aber solange ist es auch mal eine Abwechslung. Aber wenn ich nochmal so einen Ego-Sicht-Run machen würde, wenn überhaupt, dann eher auf dem PC mit der normalen Maussteuerung. Es ist einfach, glaube ich, deutlich angenehmer. Gib dich zum Aussichtspunkt auf dem Hügel. Ach, so das. Oh, nee, ey. Da bin ich, glaube ich, damals sogar gestorben. Aber da habe ich auch Trevors Fähigkeit aus irgendeinem Grund nicht so oft verwendet damals. Oh, how many brothers you got? So, jetzt geht's ab hier. Are you inbred freaks? I don't know how I'm gonna do...
Na? Ist noch einer? Zwei sogar wieder. Zwei auf einmal, gibt bestimmt auch wieder. So weit, so gut. Haben wir noch welche, O'Neils? Es gibt gefühlt auch unendlich von denen, ne? Das ist halt... Ich glaube, das sind erstmal alle. Ja, dann würde ich sagen... Let's go. Ist schon geil mit der Waffe. Hat so ein Call of Duty-Feeling irgendwie, aber... ist irgendwie schon das... Also ich sag mal so, die Third Person... zu Fuß gefällt mir besser als die im Auto. So, jetzt gehen wir mal rein hier. Klingelingeling. Die Pizza ist da. Geh jetzt einfach rein und kill sie einfach alle. Jetzt muss ich ganz schnell hier drin sein. Weiter, weiter, weiter. Nicht viel Zeit. Ja. Gehen wir hoch. Hier hoch, glaube ich. Sind hier noch welche? Hier runtergehen müssen, ne? Alles gut. Hier ist noch nichts. Muss Headshots mal mehr geben. Das ist mein Fehler. Wie kommt man jetzt in den euren Keller nochmal? Wo ist der Keller? Wie komme ich in euren verdammten Keller? Hier. We found the cook site. Don't come any closer, all right? Ich traue dir nicht mehr seit meinem Let's Play damals. Well, look at this. See what's left when I'm done. Leben? Oh, ihr Medikit hätte ich auch nehmen können, aber brauche ich ja gar nicht. Ich hoffe nur, der Kanister hält das aus. Ich glaube, die Mission ist wirklich fail, wenn man hier, wenn das Benzin ausgeht. Das macht ja Sinn, aber es gibt, glaube ich, nicht irgendwie nochmal einen neuen Kanister oder sowas. Das wiederum, finde ich, macht jetzt nicht so viel Sinn. Also, als ob die hier O'Neils hier nicht irgendwie einen Benzinkanister stehen haben. Das sind ja 100.000 Leute, die hier leben. Aber egal. So, und jetzt hier. Ah, daneben. Ah, daneben. Ah, daneben. Jetzt. Finally. Ja, genießt die Show, Leute. Burn, you disrespectful pricks! Das lasse ich sogar mal durchlaufen, weil es einfach ein Highlight ist. Komme vom Farmhaus. Habe ich damals, glaube ich, schon mal gesagt. Wer soll mich jetzt hier noch aufhalten? Also entkommen ist jetzt auch... die sind alle tot. Also vor wem soll ich entkommen? Kopfschüsse. Genauigkeit. Ja, gut, okay. War halt nicht gut. Okay. Aber es ist okay. Bin trotzdem zufrieden, dass ich sie direkt geschafft habe. Ist ja eigentlich auch keine schwere Mission, wenn man einfach die Fähigkeit nutzt. Wenn man Trevors Fähigkeit benutzt, ist das Ding Selbstläufer. Oh, brauche ich keine Markierung, einfach hier weiterfahren. Was nervt mich, dass das so blendet da unten? Diese Sonneneinstrahlung, das nervt gerade. Dabei habe ich die Helligkeit gerade mal in der Mitte. Also es ist nicht mal ultra hell eingestellt oder so. Nee, und wenn ich irgendwelche Tiere sehe, dann muss ich sie mitnehmen. Oh, eine Katze, habe ich schon. Miau. Den würde ich gerne haben hier. Den Wagen hätte ich gerne. Einen schönen BF-Injection. Ja, die werden ja jetzt wohl nicht die Cops rufen, oder? Oh,
Oh, je. Oh je, oh je. Die hätte ich gerne. Warte mal. Die laufen immer weg. Das ist das Ding. Die laufen immer weg. Schnell hier. Sind sie? Oh Gott, es kommt ein Zug. Oh Gott. Wo sind die denn jetzt? Mein Auto ist nicht auf den Schienen, ne? Ich glaube nicht. Das hätte man, glaube ich, gehört, wenn das jetzt... Ja, okay. Aber wo sind denn jetzt meine beiden Freunde hier? Hin, wo ist mein... Achso. Da sind weg. Mist. Egal, ich krieg noch genug Gelegenheiten. Ich werde noch genügend Gelegenheiten bekommen. So, den Wagen lasse ich jetzt hier stehen. Den würde ich auch gleich gerne lieber nehmen als Betty. Nichts gegen dich, Betty, aber... Der Beef Injection ist ein bisschen besser, finde ich. Wait! Get back here! So we're headed to Los Santos then? Soon. I gotta make a stop. Oh, what's the stop? Ice cream? Kommst du rein? Where are your people at in Los Santos? It's just my cousin there, Floyd. He's bunked in with his girlfriend someplace called Vespucci Beach. So, what's your stop? Family's important, Wade. Not as important as the man that's employed you, mentored you, and fed you amphetamines this last year, but it's important. We gotta pay this cousin a visit. I ain't seen him in a while, Trevor. All the more reason to drop by. Okay, that might be nice, but where are we stopping on the way? For fuck's sakes! Another chapter of the Lost descended on this fine town. Looking to mourn, maybe revenge their dead. I was thinking me and you could pay our respects. Redet bitte weiter. Und natürlich das gescriptete Unwetter, das man immer in dieser Mission hat. Ich denke... Ja, es könnte wild werden. I got you getting bombs in that pistol with the thing that makes it quiet on it. Yeah, I took them. Those are my... Mit Schalldämpfer? Okay. The gifts for these pricks. Das kommt mir vor wie bei GoldenEye mit dieser Pistole. Okay. Ich werde wahrscheinlich sowieso entdeckt. Wenn nichts Neues. There you go. Pistole immer vorsichtshalber. Eigentlich sollten die mich ja gar nicht so gut hören können wegen dem Unwetter hier, ne? Ganz genau gucken, was... Da ist schon mal einer. Müsste auch einer sein, ne? Ne, ist nicht. Sonst hätte er jetzt was gesagt. Warte mal. Kann ich auch hier Weitwurf machen? Nee. Ich hoffe, die, wenn das da so ein bisschen blinkt, Leute, das ist alles in Ordnung. Das ist auch das perfekte Wetter. Ne? Also wie viel Glück kann man eigentlich haben an Trevors Stelle? Hier könnten aber auch Leute rumlaufen. Da muss ich echt aufpassen. Aber jetzt hier. Really brave man, the Lost in chapter
Jetzt läuft da einer rum. Ah, die hauen sowieso ab, alles gut. Ist die Frage, wo die jetzt ihr Bike holen, also. Ist ja gar nicht, ne? Hey? Da muss ich noch irgendwie hin. Und dann muss ich kurz mal räuspern. So ist wieder besser. Muss mich kurz räuspern. Die erscheinen aber auch nicht immer wieder, ne? Immer nur so ein bisschen. Warte mal, ich kann hier außen rum noch. Die tanzen da sowieso nur rum wie die Vollidioten, da kann ich ja auch außen rumlaufen. Durch? No. Oh no. Ich wusste, dass es passiert. Es war so klar, dass ich es nicht hinkriege. Ach schade, komm. Leck mich am Arsch, komm, ganz ehrlich. Oh. Ja, es war so klar, dass es funktioniert. Will ich hier einen Checkpoint machen? Ach scheiß drauf, ich mache einfach neu. Nicht komplett neu, aber halt so. Ja, ist okay. Jetzt ist sowieso egal. Ich bin sowieso einen Kontrollpunkt gehabt. Scheiß drauf, Mann. Let's go. Als ob die das jetzt nicht gehört haben. Komm her, Mann. Ja, Stealth-Missionen sind nicht meins. Ich hab's einfach wieder... Das ist dann, wenn man wieder zu viel möchte, wenn man dann alle... Ja, ich hätte auch eine bessere Route laufen können. Mir schon klar. Aber egal. Ich knall die jetzt alle über den Haufen, dann haben wir es gleich. Es gibt bessere Missionen, um die Goldmedaillen zu holen. Da gibt es wahrscheinlich richtig einfache. Die lasse ich dann einfach weg. Wuhu, Rückwärtsrolle. Juhu. So, machen wir ganz entspannt. Ich wusste auch nicht ganz genau, welche Wohnwegen das sind. Das wäre vielleicht auch nochmal so eine Sache gewesen. Man hätte die wahrscheinlich alle von einer Position aus her auch werfen können, wenn man weiß, wie. So zum Beispiel aus der Distanz. Hätte man viel besser machen können, aber egal. Vielleicht mache ich es irgendwann nochmal, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Nee, den will ich doch gar nicht. Willst du Wade zurück? Und der chillt die ganze Zeit im Auto. Gut, soll er ja auch, aber. Now that that's over, let's get out of town. Los freaking Santos. Got go okay? I heard lots of banging and screaming, but they're not the nice kind. Yeah, it went good, Wade. We don't have to think about the loss no more. Let's go find my old buddy. What is here? Michael Cowley guy must have pissed you off real bad for you to want to find him so much. He didn't piss me off. The guys that killed him, the federal government, they pissed me off. But if he's dead, who's this? Now you're starting to grasp the pertinent questions. Who is this guy using my dead friend's tired-ass movie quotes? With my dead friend's alias, and my dead friend's family, and a house that must have been paid for with my dead friend's stashed millions? Wow, that's a real mindfuck. Yeah, I'll show you a fucking mindfuck. I'm gonna stick my boy in your eye, it's gonna come out of your ear, huh? I didn't mean anything by that, P. Trevor? Lube up your eye hole, fucker, because I'm gonna fuck your tiny mind, huh? I'm about ready to turn you into roadkill. Please. Don't turn me into anything! I just want to be Wade! Trip! Are we nearly there yet? No!
Wade. Are we nearly there? You keep this up, you're not gonna get there at all. Can you tell me a story? No, Wade. Let's play a game then. You know animal, mineral, or vegetable? I'll go first. I'm nanotechnology. You're what? Ooh, damn it. I gave it away. I wasn't supposed to say what I am. I'll start again. Animal, vegetable, or mineral? Hey, how about this? I'll tell you a story if you promise never to speak again. I like stories. Of course you do. This story's about a boy called Trisha. Is Trisha a boy's name? It doesn't matter. Sounds weird. He was weird. He was the smartest, toughest, weirdest kid in Canada. Well, in the Canadian border region of America. Okay. This boy, he had all the talent, charisma, and guile that a boy could have. Right there, Los Santos. The end of the fucking earth. Oh, this is it. So, this is Los Santos. I guess it is. I always wanted to come here. But you got stuck in the desert? It's still San Andreas. Best part of the state. So. Oh, überschlagen. Again and again. Jetzt wäre das so eine Attraktion hier. Nee, wait, chill mal. Will ja nicht jetzt noch verkacken, so kurz vor Schluss. So, haben wir's. So, Michael, this is where dead men come back to life. It's been nearly 10 years. Los Santos, the city of shitheads. Where else would he be? Ich hoffe, ich überlebe das. Versuch's einfach mal. Will you tell me the story about that boy, Trisha? Ich glaube, in der Situation sollten wir gerade nicht an irgendwelche Stories denken. Wait, ich. So, this kid, he could fly planes. So, he signed up for the Air Force to fly all day long and bomb villages. Oh, Leute. Oh no, ich bin eingekesselt. Das ist nicht gut jetzt hier. Ach, oh, wait. Oh. Au. Oh, es ist ziemlich rau hier in Los Santos. Ist ganz anders als in der Wüste. Die ganzen Gebäude und alles verwinkelt hier. Und ach, scheiße ist es hier. Ich will wieder zurück in die Wüste, wo ich hingehöre. Wait? Ich habe gerade ein Problem mit Wade, glaube ich. Der kommt nicht mit. Gleich heißt es, du hast Wade zurückgelassen und dann hasse ich alles. Ich hoffe, das Spiel warnt mich wenigstens vorher. Aus dem Auto. Wehe, du rufst die Cops. Ist hier was los? Er hat die Cops. Einer von euch hat die Cops gerufen. Ich hasse euch. Ich hasse euch. So, wait. Die Cops sind unterwegs. Kannst du jetzt bitte mal hier wegkommen? Wait. Wait. Wait? No. Wait? 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 Kommst du mit? Wait. Ich hab das Gefühl, der ist eingekesselt. Ich hab das Gefühl, der kommt da nicht raus. Er kommt zumindest mit. Kann er sich hier hochhangeln? Vielleicht finden sie uns hier ja nicht. Ey, im Gebüsch. Wait. Oh ja, es ist überhaupt nicht over. Es ist erst over, wenn ich das sage. Wait. 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 Wo bist du, mein Sonnenlicht? Wait, wait! Es war von Anfang bis Ende alles einfach nur Scheiße. Oh Mann! Los Santos! Und ich mach's einfach nochmal gleich von vorne, weil es so schön war. Where else would he be? Hier hätte ich einfach nur runterfahren müssen. Meine Fresse, ey. Und in den Pool. Will you tell me the... Will you tell me the... Nein, will ich nicht, Mann! About that boy,
Fisher? Ah, yeah, yeah. Where were we? Raus? You were saying what he could get. Nein. He couldn't throw. Darf ich bitte ein Auto haben? Halt! Oh, so ein schönes Auto dann auch noch. Steigst du ein? Ja gut, es war ein bisschen holprig, ich weiß, aber gut, wir kommen hier schon irgendwann an. Das ist das Wichtigste. Es ist halt wieder ein Fail, den ich hatte, aber das ist sowieso die... Ich habe ja sowieso schon geladen, von daher, was soll's. Aber trotzdem nervt es ein bisschen. Ich wollte einfach nur einen kleinen Stunt machen und plötzlich kommt Wade da nicht mehr raus und es ist einfach doof gelaufen, egal. Despair. And just then, just as he hit rock bottom, he met a fat, silver-tongued troll under a bridge. That's cool. What was the troll's name? Yes, it's Michelle. A lady troll? Yeah, he had tits like one, but no, he was a boy. Michelle is a funny name for a boy. Well, this was a funny boy. He sat under his bridge, robbing anyone who passed him by. Sometimes, he'd go into town and rob his shops and inns and such. And he persuaded our hero that maybe he should rob people too. And you know what? Little Trisha did rob people. And little Trisha was good at it. And they lived happily ever after? Oh, we're near Floyd's house. I seen it on iPhone maps. I'll give you directions. Just straight over this way. Brauchst du nicht, ich hab's doch eh auf der Karte. It's a right Fahr dir das einfach. It's straight here. This is the place, I think it is at least. Floyd! Floyd! Come up here, Trevor! No. Floyd, it's me, Wade! Who? Me, Wade, your cousin! Who? Your cousin! Fuck! So, Apartment, super, da sind wir. Ja, Kopfschuss hat nicht geklappt. Perfektes Präsent? Okay, was heißt das denn zu bedeuten? Aber okay, aber zumindest eine Sache erfüllt. Besser als gar nichts. Ich sollte mal wieder speichern, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Wenn das Spiel jetzt abstürzt, habe ich ein Problem, ne? Wobei, Autosave ist ja auch aktiv, also alles eigentlich alles cool, aber ich mach's trotzdem jetzt mal. Und wir haben ja noch ein bisschen was vor, also ich kann ja jetzt noch ein bisschen spielen. Wir können jetzt die Wiedervereinigung machen. Oder wir treffen uns mit Jane, wenn sie jetzt endlich mal da ist. Das würde ich gerne mal probieren. Ich würde sie gerne abhaken von der Karte. Und dann beim nächsten Mal können wir uns dann gerne um die restlichen Charaktere kümmern. Oder halt jetzt schon um alle, aber... Wie begib dich zur Maze Bank Arena? So, Mike, what were you doing? I was making myself a juice. Broccoli, raw kale, fish oil. Wieso sind die Treffer im Auto auf einmal? Ich hab da nur auf Mike geswitcht. Das hat jetzt alles geskippt. Was? Ich dachte, da kommt jetzt erstmal eine Cutscene. Das war ja nicht mal eine Cutscene vorhanden. Das ist einfach los hier. Ich dachte, okay, wir warten wir erstmal, bevor wir die Reunion hier starten. Machen wir nochmal ein paar andere Dinge. Okay. Es geht straight hier rein. Sees me there. I didn't ask for a blow by blow of how you lost your last ounce of masculine pride. I wanted to know what you've been doing for a decade. Easy, T. Don't T me. Hey, if anyone needs kale, my friend. I'm beyond pale, okay? It's too late for kale, and its magical powers to have any effect on me. Fine. Or yoga. Or talk therapy. I'm a crank, cannibalism, an incest kind of guy. Oh, don't worry, T. They'd skip that talk and go straight to shock treatment with your ass. You too chilled out to say my name, you fat slob. You too relaxed, now you laid back Los Santos embarrassment, huh? Is one letter all you can bring yourself to wrap your slothful lips around? Whoa, dude, you do not let the fuck up. I got 10
years worth of venting to do. The let-up, my friend, is a long way off. Fine, fine. Do what the fuck you want. Want? Well, I want to save your daughter from making an ass of herself. Oh, really, man? Really? What is it? Money or a fight? What? What do you come here looking for? Let's find your baby. These spaces are reserved for production vehicles. So let's go. Come on, you dipshit. Tracy, go home. Es ist so krass, wenn man hier alles skippt. Es geht einfach Schlag auf Schlag. Das ist der Ausgang. Hier. Hey. We take their truck. There, we take the truck. Steig in den Laster ein. Hey. Raus da. Das mache ich aber jetzt nicht in der Ego-Sicht. Das könnte... Oder? Nee, komm, das ist mir zu wild. Mit dem Anhänger und so, ich sehe das ja gar nicht. Hä? Trevor zurückgelassen. Nein, 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 nein. Deswegen mal... Nein, Neustart. Komplett neu. Erneut versuchen? Ist er komplett von vorne der Weg? Right now, Tracy. Kann ich das irgendwie... Komm, ich mach nochmal von vorne. Ich mach nochmal von vorne. Es ist nicht wahr jetzt gerade. Ja, das ist das Problem in der Ego-Sicht. Ich sehe manchmal nicht, ob die Charaktere schon im Auto sitzen oder nicht, weil ich nicht immer Bock habe, rechts rüber zu schauen. Und dann bin ich halt einfach losgefahren. Das war alles verkehrt. Das ist doch schon wieder so ein Mist. Aber es wundert mich, dass die Cutscene nicht getriggert wird. Wenn man das so macht. Gut, mir ist nie eingefallen, da einfach mal auf Michael zu switchen. Ich wollte ja einfach nur jetzt im freien Spiel noch ein bisschen unterwegs sein, aber es scheint einfach nicht zu gehen. Höchstens mit Franklin vielleicht, weil er hat damit ja nichts zu tun. Er lernt Trevor ja erst später kennen. Ich weiß nicht. Es scheint aber normal zu sein. 90%, komm, so lange dauert das nicht. Bam, 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 bam. Okay, dauert aber länger als erwartet, muss ich sagen. Es dauert länger als erwartet. So, und jetzt mache ich das nochmal. Oder wir machen jetzt erstmal... Versuch erstmal das hier, weil dann... Mit Franklin sollte nichts passieren. Probieren wir es doch einfach mal. Was passiert jetzt? Hier kann ich noch rumspielen, ne? Ganz normal. Alright, shit, it's time to go. Yep. It's time to go home. After 5 years on the East Coast, it's time to go home. So, ich muss jetzt dahin. Einmal gucken, ob Jane da ist. Um die Uhrzeit wahrscheinlich. Wobei, spielt die Uhrzeit eine Rolle? Ich guck noch einmal. Wenn nicht, dann switch ich einfach zu Michael und dann geht die Mission direkt los und dann werde ich diesmal einfach warten. Das ist so eine einfache Mission, die muss ich auf Gold schaffen. Was soll denn da schief gehen? Ja, aber natürlich, wenn man dann nicht auf die Person wartet, die noch mitfahren soll, dann ist natürlich klar, dass die Mission failed, aber das ist dann auch. Lester, what's up? The jewels have been fenced and Michael's angry Mexican friend has been compensated for the house, so I'm transferring your cut of the jewel store job. Good work. Alright, cool, man. Good working with you. Juhu, ich hab Knete. Ich hab richtig viel Geld, also noch nicht so viel, aber das ist schon mal für den Anfang richtig viel. Das ist in Ordnung. Bitte sei da. Bitte sei einfach da. Bitte, Jane. Sei einfach da. Wenn das überhaupt der Ort war. Vielleicht bin ich hier auch komplett verkehrt. Gut. Alles klar. Ja, dann auf zu Michael. Und dann geht's direkt in die Mission. Oder wird das jetzt nicht getriggert? Ach hier, direkt Fame or Shame. Deswegen, ja, dann kam da... Da war beim letzten Mal aber auch schon die Cutscene da. Okay. Ich mach's mal ohne Ego-Sicht diesmal. Will die Mission auf jeden Fall jetzt besser machen.
You know, I could probably handle this myself. Let's say we grab a beer in a few hours, catch up properly. I'm good, homie. She's my daughter, I'll handle it. Judging by past behavior and the state of the rest of your family, fuck only knows what that means. Hey, fuck you. Yeah, you're a model husband and a wonderful parent. I can just tell. You walk into my home and try to tell me how to run my life. It don't work like that, amigo. It's nice to see you and all, but you stink like piss, you got blood under your nails, and you look like you've been up for what, a week? Who the fuck are you to tell me anything? I'm someone who knows you, you fucking slippery snake. I know the second I leave you, you'll just go home. We're gonna get your girl from these assholes. You're not abandoning her like you did me and Brad. Yeah, Brad. Poor motherfucker must have woke up handcuffed to a hospital gurney after that stunt of yours. He still writes to me from the joint, you know. Really? Yeah. Okay. So, how you been doing? Oh, I'm getting by. Aside from the loneliness and heartbreak, of course. You live in Los Santos? A few hours away. Okay. So where? Sandy Shores. The Alamo Sea. Ah, I hear it's nice there. Yeah, it's fucking beautiful. I mean, we ain't got the tennis courts, the golf links, all the pumped-up plastic sluts you're used to out here, but, well, you know, it'll do. Yeah, well, you know, I'd ask you to stay, but... Yeah, don't worry, all right? I got somewhere to crash while we work things out. With actual friends. We got things to work out. Yes, sirree. For sure. Let's go. Ausnahmsweise mal in der normalen Sicht erstmal. Ich will nicht, dass das nochmal passiert. So, und jetzt geht's los. Wieso bin ich jetzt Trevor? War ich eben auch schon Trevor? Ich habe nicht drauf geachtet. Get in the truck, Michael. Okay. I got a deposit on that truck. Wie konnte ich eben wegfahren, ohne der ist doch jetzt schon drin? Wie konnte das eben nicht klappen? We're running that prick down. Look, he went left. How can you sit there and watch your daughter get treated like that? Hey, you raise a daughter in this town, you get used to stunts. It's poor parenting. Yeah, thanks for the fucking feedback. It means a lot coming from you. Ich lasse den, glaube ich, mal dran. Ich glaube, es ist ein Ziel. Ich weiß nicht, ob es ein Ziel ist. Ich denke mal schon, dass man den dran lässt. Ich lasse den einfach mal dran, wenn es geht. Wenn das jetzt kein Ziel ist, ich werd mich so ärgern, ne? Wenn das jetzt... Aber egal. Es muss ja, wenn es optional ist, dann, also wenn man das machen kann und auch lassen kann, dann ist es bestimmt ein Ziel. Es würde mich doch stark wundern, wenn das jetzt keins wäre. Ich weiß nur gleich, das sind wir in der Kanalisation und dann war es das. So lange muss ich noch irgendwie durchhalten. Oh Gott. Passe ich da überhaupt durch mit meinem Anhänger? Ich versuch's. Wir können ein bisschen Spaß mit ihm haben. Lass uns nicht versuchen, diesen Prick, okay? When we crush his little toy car, who knows what'll happen to him? He took a left. I knew this city would be full of douchebags. Das war ein Fehler. Can we speed it up a little? Huh? Ich versuche es, aber ich wollte gerade. Gib Gas! Ich will ihn nicht verlieren. Boah, da vorne ist er ja. Alles gut noch. Ich darf nur nicht mehr so oft crashen. Dann ist alles in Ordnung. Wie lang ist denn diese Verfolgungsjagd noch? Ja. Versuche es. Nicht so einfach mit diesem Wagen, mit diesem LKW, mit diesem Truck. Links, rechts, geradeaus. Rechts. You went right. Can't get enough of the celebrities, can you? 10 fucking minutes in LS. Shut up. That cocksucker might be famous, but Was? Aber? We'll get him. We'll get him. Well, we're sure taking Trevor voll den Brain Lag gehabt.
Heck! Oh Gott, meine Fresse. Das wird jetzt abenteuerlich. Bleibt dran. Ja, er bleibt echt dran. Er hat einen Unfall gehabt. Nee, nicht. Hat er nicht. Doch. Hat er doch, da vorne. Ah, wiederbelebte Freundschaft. Sehr schön, da sind wir doch wieder. Auf den Fersen. Ich darf hier parken. Der Haken an der Sache ist wahrscheinlich wirklich mit dem Anhänger. Schnellstes Tempo habe ich nicht erreicht, aber das könntest du ja besser erreichen, wenn er abgekoppelt wäre. Okay. Ja, wollen wir denn jetzt nochmal schauen nach, wenn Jane da überhaupt ist? Ich glaube, ich verwechsel da irgendwas. Ich glaube, da habe ich irgendwas, bringe ich irgendwas durcheinander, aber ich kann gerne nochmal gucken. Bam. Na, das ist jetzt nicht das Auto, was ich mir vorstelle. Na, nee, weißt du, das ist mehr so, was ich mir vorstelle. Hier. Ja, oder? Au. Okay, ich wollte eigentlich das hintere nehmen, aber dadurch, dass du mich jetzt so angefahren hast, dann ganz ehrlich, dann leck mich am Arsch, ich geh hier rein. Flugschule? Jetzt schon? Kann man die von Anfang an hier betreten? Kann man die von Anfang an nutzen? Ich dachte, das wäre nur so ein Ding, wenn man dann später in der Story darauf hingewiesen wird, dass es doch gut wäre, wenn man seine Flugkünste verbessern würde, dass man die dann macht. Aber man kann jetzt schon dahin? Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt... Ist die 100% relevant? Ja, ne? Wahrscheinlich nur Bronze oder sowas, aber... Ey, ich muss mich da wirklich mal schlau machen, aber im Moment ist der Fokus einfach nur auf der Story. Und ein bisschen auf ein paar andere Sachen, aber in erster Linie geht es um die Story. Alles andere können wir sowieso später machen. Und natürlich Rockstar Editor. Das bisschen, was wir noch zu machen haben. Die Spezialcharaktere und die Story-Charaktere. Alles andere ist ja schon erledigt. Daher. Glaube ich, ein Stunt, ne? Ich will den jetzt nicht triggern, eigentlich. Will nicht noch einen geschafft haben. Fehlgeschlagen. Das ist auch gut so. Ich wollte eigentlich den einen, den ich gemacht habe, auch fehlschlagen lassen, aber es hat einfach gezählt. Was soll ich machen? You got lucky, buddy. Ich meine, die sind ja auch praktisch, ne? Jane? Ja, Jane ist da. Geht, glaube ich, wirklich nur mit Michael, ne? Ich meine, da war irgendwas. We're not a cult. Hey, how you doing? I am well on my way to being a fully actual. Ja, ist das schön, dass du viel erzählt hast. Wenn ihr wissen wollt, was sie so alles erzählt hat, dann guckt euch mein Video in meinem PC-Let's Play an. So, die Frage, was machen wir jetzt? Habe ich noch hier auf dem anderen Bildschirm meine Dings auf? Ne, habe ich nicht. Sonst hätte ich wahrscheinlich jetzt die anderen Charaktere noch finden können. Ah, soll ich das jetzt eben nochmal machen? Lohnt sich das? Mann, warum eigentlich nicht, oder? Stell mich hier kurz mal an die Seite und dann öffne ich mir das jetzt einfach. Ich mache jetzt auch keinen Schnitt oder so, weil ganz ehrlich, die Zeit läuft ja weiter für die Ego-Perspektiven-Trophäe. Muss jetzt nur hier eben mal was umschalten. Also wenn es jetzt hier ein bisschen längen sollte für ein paar Sekunden, ist das so, ist das liegt daran. Und dann einmal hier auf die... So, gucken, wo war ich denn jetzt? Bei 9 und 8, 10 muss ich jetzt noch. Grand Griff. Route 68. So, jetzt wieder mal meinen Monitor umschalten. Hab deine Zahlung endlich erhalten. Guck mal, Martin Madrazo, er ist halt einfach korrekt, finde ich. Also, ist doch normal, dass er sauer ist, wenn er so ein Fremder ihm einfach das Haus runterreißt. Ist ja nur logisch. Also, ich kann seine Position total verstehen, aber er ist jetzt auch nicht nachtragend oder so. Oh my God, was haben wir denn da vorne? Da muss ich aber mal ganz dringend hin. So, ganz schnell. Ja, ist doch gut, Martin. Ein Hund, der alleine hier rumläuft. Cool. Müsste auch charakterübergreifend sein, oder? Nein. Es geht nur mit Franklin. Leck mich doch am Arsch, ey. Es geht nur mit Franklin.
Und deswegen sollte man eigentlich lieber mit... Deswegen mache ich das auch. Franklin. Dann kann ich auch mit Franklin rumlaufen. Aber das war wichtig wegen Jane. Ich glaube, es war... Es würde auf jeden Fall Sinn machen, weil es ja Epsilon ist und das ja eigentlich ein Michael-Thema ist. Aber es kann auch sein, dass du es mit jedem Charakter machen kannst. Also das ist... Nur so eine Vermutung meinerseits. Kann auch total falsch sein. Wäre ja eigentlich sogar gut, wenn das... Wenn das immer gehen würde. 204.000. Kauf das jetzt einfach. Ist mir egal, ich habe die Kohle. Muss ich sowieso, glaube ich, irgendwann alle kaufen, von daher. Ja, dann habe ich es jetzt offen. Also, Griff ist der nächste. Der ist... Es ist halt, sind nur so kleine Kartenausschnitte. Und ich habe ja nicht alles freigeschaltet hier, deswegen ich kann das nicht immer so gut sehen. 11 ist auf jeden Fall... Hier irgendwo. Da ist auf jeden Fall ein Charakter. Ansonsten... Da ist immer schwer zu sehen. Wenn die Karte noch nicht so wirklich aufgedeckt ist. Hier, glaube ich. Ja, das ist... Doch, das ist hier. Oder? Nee, da geht der Weg irgendwie durch. Dann ist es doch eher hier. Und dann hier diese Straße. Oder was? Ja, das ist hier. Da ist er. Da müssen wir hin. Dann würde ich aber lieber hier so hin. Nicht zu nah dran, weil sonst spawnt er vielleicht nicht, wenn ich mich da jetzt hinkutschieren lasse. Weil ich mache das jetzt mit dem Taxi. Lester. Nee, lass mal. Alles gut. Was können wir jetzt noch machen? Wir sind ja jetzt hier gerade mal bei 2 Stunden 36. I need a cab as soon as possible. Not a problem. A driver's on the way. Thank you. Alright. Ich hätte mir vielleicht noch nichts kaufen sollen, weil es sollte ich lieber am Ende machen, ne? Ich sollte mein Geld nicht ausgeben, weil sonst kann ich später nicht so wirklich... Sonst habe ich später ein Problem. Ich will ja auch noch genug Geld verdienen können. Hab ich gar nicht. Ich muss mir ja nur einen Charakter aussuchen, mit dem ich ein bisschen... Wo ist denn jetzt mein... Ich brauche nur einen Charakter, mit dem ich ein bisschen Geld verdienen kann. Kann ja auch Michael sein. Ja, super. Da kommt... Okay. Wie du meinst. Eigentlich echt dumm, den zu kaufen. Egal, ich hab's jetzt einfach gemacht. Egal, machen wir einfach. Ich kaufe jetzt einfach nichts mehr erstmal. Also zumindest nichts Unwichtiges. Warte mal. Ja, sorry, ich muss ja auch irgendwo hin, ne? So, und jetzt mal müssen wir einfach nur hier dem Weg folgen. Und dann sollte er eigentlich einfach da sein. Normalerweise. Hier, genau an der Kreuzung. Zufallsereignis. Das Zufallsereignis. Ja, nee, lass mal. Mir geht's mehr um den Charakter, der eigentlich hier stehen soll. Kann sein, dass er jetzt nicht hier ist, deswegen. Okay, dann können wir auch das Ereignis machen. Wir müssen sowieso eine bestimmte Anzahl an Ereignissen machen, um für die 100% dementsprechend. Ich mache auf jeden Fall nicht alle, aber wir können einige machen. Gut. Das ist eigentlich ist ein geiles Ereignis, auf jeden Fall. War noch nie in der Ego-Sicht in dieser Karre, glaube ich. Es ist wild. Man sieht auch nichts, ich muss so machen. Ja, und jetzt, Leute. Geht's los. Der feindliche Truck. Ja, das Truck-Duell. Tot. Der eine ist schon tot, der andere hat sich irgendwie festgefahren. Einer dümmer als der andere. Ich kann so nicht ballern, ich muss von vorne machen. Kannst du jetzt mal bitte aufhören, so dumm zu fahren? Ich will dich anballern. Down. Ich hab's geschafft. Das war das Zufallsereignis. Und hoffentlich ist der jetzt da, der Kerl. Wenn er nicht da ist, gehe ich zum anderen. So, dann gehen wir zum anderen jetzt. Es gibt noch einen anderen, der soll sein hier oben. Da ungefähr. Wenn ich das jetzt richtig deute, ja. Dann fahren wir dahin. Das Auto ist richtig gut. Oh.
Ist immer noch nicht vorbei, das Ereignis. Alright, dann ich habe ein gepanzertes Auto. Was wollt ihr? Was wollt ihr, Clowns? Was wollt ihr, Clowns? Und jetzt kriege ich einen Stern. Wofür? Wofür denn? Ich muss mich doch wehren. Die greifen mich an. Ich muss mich doch einfach nur zur Wehr setzen. Was wollt ihr jetzt von mir? Habt ihr irgendwelche Probleme? Oh yeah. Wuhu! So. In den alten GTA-Spielen wäre das Auto jetzt explodiert. Hier ist es einfach, kannst du dich einfach nochmal drehen. Einerseits mag ich das, andererseits habe ich das irgendwie auch immer gefeiert, dass das passiert ist. Das hat zu lustigen Fails geführt. Aber ja. Das ist Franklin, ne? Ich könnte theoretisch... Bin ja nicht in der Mission gerade. Nicht in einer Mission. Das ist immer so. Wo ist er? Oh, das ist gut. Warte mal. Da. Jawohl. Vier von 20? Ich meine, man kann ja, glaube ich, auch immer checken, was man aktuell schon hat und nicht, ne? Also es ist, glaube ich, ganz einfach, das nachzutracken. Steht jetzt wahrscheinlich, welche ich noch nicht habe, welche ich schon habe. Genau so, das ist gut. Das ist schön. So, habe ich die schon mal? Ja, hier müsste es auch irgendwo so einen Schweinestall geben und sowas. Wenn ich das mal irgendwo sehe, dann kann ich das ja mitnehmen. Das ist natürlich auch ein... Oh, ein Beast. Shit, der haut immer ab, ne? Tot darf er nicht sein. Das ist so schwierig, die dran zu bekommen. Egal, ich krieg noch mehr Chancen. Alles gut. Let's go. Aber es ist so verlockt, wenn man die sieht. Man will sie ja dann auch fotografieren. Es ist halt einfach so. Man will das einfach dann ab hinter sich bringen. Es ist... Wenn es überhaupt ein Ziel ist. Ich sollte mich wirklich mal informieren, ob das überhaupt irgendwie was bringt. Ob man das wirklich machen muss. Weil sonst mühe ich mich hier völlig grundlos ab eigentlich. So, hier müsste ein Charakter sein. Irgendwo hier. Ist hier nicht noch jemand? Oder ist es nur einer mit Trevor? Es soll hier zumindest einer sein. Clinton soll hier sein. Der soll genau... Warte mal. Hier und dann... Eigentlich hier so sein. Genau da vorne, wenn ich das richtig sehe. Na gut, dann würde er ja noch kommen. Das ist er. Okay, nehmen wir dich mit. Clinton ist am Start, perfekt. Ist er jetzt gegen mein Bike? Das ist aber jetzt nicht meine Schuld. So, den haben wir schon. Ja, will ich dann nochmal jetzt den einer mal probieren? Gucken, ob er jetzt da ist. Das Zufallsereignis ist ja jetzt aus dem Weg geräumt. Das heißt, das vielleicht haben die sich jetzt gegenseitig gecancelt. Also vielleicht hat das eine, vielleicht hat das Duell jetzt das andere gecancelt. Das könnte natürlich sein. Das ist eine Katze, die bringt mir nichts mehr.
So ein Kojote, der wäre halt wirklich wichtig. Das sind die problematischen, weil die immer weglaufen. Wenn sie einen sehen. Was ein geiles Auto. Ist gepanzert, ist ultra schnell. Ah, es kommt wieder das Ereignis. Nee, kommt's nicht, weil es ja gar nicht. Es gibt es ja gar nicht mehr. Ich glaube, das kommt nur einmal, ne? Und das Auto steht hier jetzt auch nicht mehr. Schon wieder ein. Wer? Och, Leute. Gut, ich nehm's mit. Kill ihn doch! Was bist du denn jetzt? Was wollt ihr? Ihr kennst ja die ganze Zeit mein Zufallsereignis. Mein Charakter. Hallo? Trifft mich halt die ganze Zeit, ne? Ich bring's der Person mal wieder. Komm, du bist noch nicht im Arsch. Geht doch weiter. Ja, aber das ist ja nicht das, was ich, weswegen ich hier bin. Darum geht's ja nicht. Es ist ja schön und gut, aber das bringt mir ja nichts. Ja, wo ist mein... Da. Ich will jetzt endlich mal diesen Charakter treffen. Kann es bitte mal aufhören, jetzt immer Zufallsereignisse hier zu geben? Ich meine, ich muss sie machen. Ja, irgendwann muss ich sie sowieso machen, aber... Ah, wenn beide die gleiche Idee haben. Das ist immer das Ding. Ich glaube, deswegen passieren ja ganz oft auch Unfälle, wenn... Wenn zwei Autos aufeinander zufahren und dann beide wollen in die gleiche Richtung ausweichen, dann crashen sie ja trotzdem. Aber du kannst dich ja nicht darauf verlassen, dass der andere ausweicht und du denkst dir einfach so, ich mache jetzt mal nichts, der wird schon ausweichen. Das kannst du ja auch nicht machen. Das ist immer so ein bisschen... Sei bitte mal hier irgendwo hier jetzt. Ich glaube, der steht hier irgendwo hier immer. Das ist er doch. Da ist er doch, der Kerl. Hab dich endlich. Hey, what's up, home? Hey, brother. Hey, brother. Okay, ciao. Mit dem Auto kannst du aber echt nicht in der Ego-Sicht sein, so richtig. Ich habe ja kaum Sichtfeld. Also ich habe ein Sichtfeld wie in Vice City, wenn man da die First-Person-Mod reinpackt. So, Palito Bay müssen wir jetzt. Wo ist denn Palito Bay? Ich habe doch gar keine Ahnung mehr von dieser Map. Ach, ist links oben, glaube ich, oder? Ist auch der letzte Charakter, wie es aussieht. Es sind nur 12. Aber ich kann es gerade nicht so wirklich... Ist das links oben irgendwo? Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Ich müsste halt mal was freisetzen dafür. Oder ist das irgendwo, wo ich das hier schon freigeschaltet habe in dieser Gegend? Ist das hier irgendwo... Ich google das einfach mal jetzt schnell. GTA 5 Build Tinder Location. Ah, okay, links oben. Ich sehe jetzt, hab gerade hier eine Map offen von jemandem, der das. Also ich sehe hier ein Bild auf bei Google. Da ist das einfach. Ist schon hier eher so links oben. Weiß nicht so genau, ist das schon irgendwie hier so, ne? Machen wir nochmal schnell, würde ich sagen. Komm, ausnahmsweise mal. Wir werden genug Zeit in der Ego-Sicht verbringen. Es passt. Ich kann auch hin und wieder mal so machen. Das gebe ich mir jetzt nicht. Ja, da fahren wir jetzt einfach mal hin. Wobei eigentlich ist es perfekte Gelegenheit, nochmal die Ego-Sicht ein bisschen zu pushen. Und dann ja, komm. Ist ja nur geradeaus fahren.
Und dann sind wir eigentlich fertig. Dann werde ich noch einmal in den Rockstar-Editor gehen und werde mit einem Charakter spielen. Dann kriegen wir die Trophäe. Und dann ist es halt nur noch die Story dafür. Und ich muss auch dran denken, dass ich irgendwann den GTA Online-Charakter auch nochmal lösche, den ich erstellt habe, weil mit dem will ich natürlich nicht spielen. Der war ja nur für... Der war ja nur für die Trophäe tatsächlich, habe ich auch gesagt. Der hat keine Zukunft. Hallo? Ist gut, wenn ich hier runterfahre? Eigentlich nicht, ne? Dann fahre ich hier so lang. Ey, diese Sicht. Das Sichtfeld. Ich meine, irgendwann wären wir da sowieso hingekommen, aber ich will das jetzt einfach abgehakt haben. Ich will nicht drüber nachdenken müssen mehr über diese Charaktere. Es könnte schlechter laufen. Ich meine, jetzt müssen wir nur gerade ausfahren ein bisschen, das ist halb so wild. Und ich krieg die Map schon mal ein bisschen aufgedeckt. 5 Kilometer ist natürlich eine Bank, aber nee, bei der Geschwindigkeit ist es nicht so viel. Ich müsste mal gucken, gibt es eine Statistik, wo man sehen kann, wie lange man schon in der Ego-Sicht ist? Das wär relativ nützlich, dann wüsste ich zumindest, wie lange ich das noch machen muss. Ich werde auf jeden Fall jetzt kein Zufallsereignis mitnehmen, falls es eins kommt. Falls ihr euch wundert, warum ich dann einfach weiterfahren werde, das sage ich euch jetzt lieber jetzt schon mal. Ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Es gibt ja auch noch ein Zufallsereignis, da kannst du ja richtig viel Geld verdienen auch. Und das werde ich natürlich dann auch wieder, vielleicht benutzen, wenn, aber vielleicht aber auch nicht. Ich glaube, man kriegt durch die Story genug Kohle. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht reichen wird für alle Ziele. Glaube ich nicht. Bitte lass das richtig sein. Bitte lass das richtig sein. Ich hätte mich auch mit dem Taxi fahren lassen können, aber ich weiß nicht, ob das geht, wenn man da noch nicht war. Also realistisch gesehen wäre es irgendwie nicht... Sollte es nicht funktionieren, weil du kannst dem Taxifahrer ja nicht sagen, wo du hin willst, wenn du nicht weißt, wo es ist. Ist das hier richtig? Ist da unten wirklich eine Straße? So, ja, mehr oder minder, ne? Okay, wie geht's in die Berge? Wie ich da überhaupt hin? Warte mal. Das ist doch Palito Bay hier, oder nicht? Da oben geht's ja nur irgendwie in die... Das ist hier nicht Palito Bay? Ja, das ist Palito Bay. Ich muss da gar nicht hin. Alles klar. Bin schon da. Wo ist es denn jetzt genau? Beim Klamottenladen ist der. Da muss ich hin. Ha! Sehr schön. Nicht so weit. Ich muss hier nicht lang. Alles gut. Es ist... Machen wir eben so. Ich muss mal eben mal wieder klarkommen auf mein Leben. Oh Mann, ey. Aber ich muss sagen, heute bin ich zufriedener als letztes Mal. Mit der ersten Folge. War ich ja nicht ganz so zufrieden. Hier bin ich jetzt schon ein bisschen zufriedener. Ich habe mehr geschafft. Liegt vor allem auch daran, dass ich das Aiming einfach umgeschaltet habe auf komplett automatisch. Das macht es wesentlich angenehmer als dieses unterstützende teilweise, was ja irgendwie nichts Halbes ist, nichts Ganzes. So, hier müsste jetzt irgendwo der Charakter sein. Der steht immer hier. Da ist er doch. Ey, die werden so spät erst angezeigt auf der Karte. Das überrascht mich immer wieder. I hear what you're saying. It won't happen to me. Hey, what's up, man? Nothing's up, man. So, jetzt habe ich ihn. Everything's down. It's part of a massive conspiracy. Ja, la 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 bla bla bla. Das sieht mich nicht. So, sind 12 Stück. Wenn ich das jetzt richtig sehe, sind das nur 12. Conspiracy by the global elite to screw over the little guy. Luckily, I'm here to help. Yeah, okay. So, 12 Stück. Und jetzt einfach nur noch einmal hier Rockstar Editor. Regisseurmodus. Jupp. Sind wir noch unter 3 Stunden? Jupp. Oh, das ist perfekt. Das geht komplett perfekt auf hier. So, und dann können wir hier nämlich unter Akteure gehen. Und dann gehen wir unter... Online-Charaktere. Spezielle Charaktere. Und dann haben wir hier nämlich alle jetzt. Ich nehme einfach den Zombie. Und es müsste direkt die Trophäe geben. Menschen in Los Santos.
Schalte alle speziellen Charaktere frei und betritt den Regisseur-Modus mit einem von ihnen. Gut, und ich werde jetzt auch nicht ins normale Spiel zurückkehren. Wir gucken noch einmal in die Trophäen. Ha, ich bin zufrieden. Aber ich wollte noch in die Statistik gucken, ob es eine Statistik gibt, wo steht, ob man, wie oft, wie lange man den schon benutzt hat. So, dann habe ich jetzt den schon, den. Den habe ich alle gestern gemacht, als ich aufgenommen habe. Die sind jetzt von heute, Mensch, die ist jetzt von heute hier. 18.38 Uhr ist gerade, seht ihr, es ist 28.01.24. Ja, dann habe ich ja jetzt schon fast alles bekommen. Ja, stimmt, hier, natürlich, Epsilon muss noch gemacht werden. Da kümmere ich mich dann vielleicht nächste Woche drum. Wäre eigentlich mal eine Maßnahme. Sollte ja auch nicht so lange dauern. Das Einzige, was da nervt, ist dieses Rumlaufen. Das nervt ein bisschen. Betritt den Regisseur-Modus zum ersten Mal mit einem freigeschalteten Tier. Und dann gibt es ja noch für alle Tiere. Also für alle Landtiere. Das müssen wir sowieso machen. Jo. Ich wollte noch mal was nachgucken, was anderes. Und mein Controller ist schon fast wieder alle. Da sollte ich jetzt... Ich schließe den mal schon mal an, damit ich das nicht beim nächsten Mal wieder vergesse. Ich wollte auch einmal gucken, ob es eine Trophäe gibt für die... Für die Tierfotografie. Ich könnte mir vorstellen, dass es die nicht gibt, aber ich weiß nicht, warum... Warum sollte man das sonst machen? Ich meine, es gibt ein schickes U-Boot dafür, aber wenn das jetzt wirklich nichts gibt, dann werde ich das vielleicht auch nicht mehr weitermachen. Wenn ich nebenbei welche finde, nehme ich die mit, aber... Die ganzen GTA Online-Trophäen... Ha, die meisten sind halt irgendwie versteckt. Ich werde mich dann nochmal informieren im... Bis zum nächsten Mal. Ich werde jetzt bis zum Wochenende nicht weiter aufnehmen. Kifflaum müssen wir sowieso machen, das passt eigentlich ganz gut. Und dann die ganzen Sammelsachen. Ja, okay. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich das nicht machen. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt auch nicht so viel Zeit darin investiert. Ich bin hin und wieder mal ausgestiegen, aber was soll's. Ist okay. Jo. 53% beim Rockstar Editor, 5% generell im normalen GTA 5. Dann gucken wir doch nochmal, ob es da eine Statistik gibt. Wie lange ich im Ego-Modus bin. Ah, im Ego-Modus verbrachte Zeit, also in der Ego-Perspektive verbrachte Zeit 3 Stunden 25. Na gut, es ist noch ein weiter Weg bis 15 Stunden, aber das ist doch okay. Ja gut, dann würde ich sagen, das funktioniert aber nicht, ne? Das wäre ja geil, wenn man das hier so machen könnte. Wenn man hier mit Franklin sein könnte, dann würdest du so machen, ich werde jetzt gefressen, glaube ich. Ich glaube, ich werde jetzt gefressen. Komm her, du Raubkatze! Ah, ein Zombie wird aufgefressen von der Raubkatze. Muss ja auch mal geben. Aua. Ich glaube, ich bin tot. Ja, okay. Ich glaube, das Casting war nicht erfolgreich. Aber der Vorteil bei dem Charakter ist, ob er jetzt zerfleischt ist oder nicht, er sieht immer gleich aus. Man denkt immer, okay, geiles Make-up. Na gut. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge für heute. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns doch dann beim nächsten Mal wieder. Why did I move here? I guess it was the weather. Or the... I don't know, that thing. That magic.